Backspin. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Backspin. Mein Name ist Nico und ich habe dieses Mal eine illustre Runde mir hier ins Büro eingeladen. Dazu kann ich gleich als erstes wieder sagen, es ist mal wieder Redaktionszeit, das heißt, wir sind im Büro. Das heißt, hier kann auch mal ein Telefon klingeln, schimpft nicht da draußen deswegen. Oder ein Hund kann bellen, denn ich sehe gerade, mein Hund versucht gerade wieder ins Büro zu kommen. Aber das ist nicht Thema, nicht mein Hund und auch nicht die Bürotür, sondern wir fangen mal mit der Runde an. Es ging um einen Kommentar von Yannick. Hallo Yannick. Hallo. Der auf Backspin einen Kommentar geschrieben hat, der hieß, Hip-Hop darf auch Pop, findet euch damit ab, oder? Genau, so hieß er. Genau, Kevin ist auch an seiner Seite, seines Zeichens ebenso, sicherlich schon bekannt hier aus dem Podcast, aber auch ein Vertreter der neuen Generation, die beide schon, würde ich sagen, auch das ähnliche Mindstate haben, so von dem, wie man Musik heute betrachten kann und auch ähnliche Vorlieben. Und das führt dann aber bei mir in meinem großen Backspin-Kosmos dazu, dass ich mich manchmal mit so alten Säcken hinsetze und Gesprächsrunden darüber führe, was denn heute alles falsch läuft. Und darum habe ich mir heute meine lieben Freunde Dan und Bass mit ins Büro eingeladen. Hallo Jungs. Buongiorno. Moinsen. Ja genau, Moinsen. Bekannt aus Love and Hate, wo sie ja auch immer Love and Hate in Reinkultur betreiben, die sich in der letzten Folge von eben unserer Reihe Love and Hate ein bisschen darüber ausgelassen haben, was der gute Yannick dann in seinem seinem Kommentar geschrieben hat. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit, euch vier hier einfach mal in die Runde zu bringen, um jetzt das zu machen, was ich selten machen darf, aber ich werde es jetzt tun und nicht nur sinnbildlich, sondern auch faktisch. Ich werde mich jetzt gleich zurücklehnen in meinen Sessel und gucke euch vieren dabei zu, wie euch hoffentlich im Namen vom Backspin für die Kultur und für Hip-Hop in Deutschland zerfleischen werdet. Du quatschst auch schon viel zu viel. Ja, genau. Quasi. Aber deswegen bin ich raus. Ich übergebe das Mic. Ich würde sagen, wer startet? Habt ihr eine Frage oder wollt ihr gleich verteilen? Gib direkt die Nackenklatsche. Ich finde vielleicht, fasst ihr nochmal kurz zusammen, worum es in diesem Kommentar ging. Damit dann die würde Zuhörer ich behaupten, so ein bisschen das macht Yannick am kann besten. Kann man das eigentlich? War ja ein sehr, also im Vorwege, die das noch nicht gelesen haben oder unseren Kommentar auf Love and Hate, das war ja ein echt, das war ja vier Seiten. Ja, so lange ist es nicht, aber es also ich habe es, glaube ich, in Word mal runtergezogen und dann waren es so vier volle Seiten in normaler Schriftgröße. War schon krass, fand ich. Ja, tatsächlich ist das Ding irgendwie so ein Produkt von einem, also Leute, die viel Zeit mit mir verbringen, wissen, dass ich mich gerne mal über solche Themen in Rage rede. Auch alleine gerne, also ohne Gesprächspartner. Und dieser Kommentar ist ein bisschen ein Produkt daraus, dass ich in meiner WG-Küche saß und mich mit meinem Mitbewohner unterhalten habe über Facebook-Kommentare. Und dann irgendwann so aufgeladen war, dass ich mich einfach hingesetzt habe und das so in einer halben Stunde kanalisiert. Darfst du aber nicht so weit ausholen ohne den Inhalt. Genau. Schaffst du das kurz in ein paar Zeilen? Vielleicht? In ein paar Zeilen habe ich gelesen, da, also mehrere Kommentare gelesen, dass gewisse Künstler doch im Hip-Hop nicht stattzufinden haben, weil das ist ja Pop und es hat mit Hip-Hop nichts zu tun und mit Rap nichts zu tun. Bei Künstlern, die bei uns stattfinden. Und die auch zu Recht meiner Meinung nach bei uns stattfinden. Und dann habe ich eben diesen Kommentar geschrieben, Hip-Hop darf Pop, findet euch damit ab, indem ich darauf eine Reaktion gegeben habe und erklärt habe, warum Hip-Hop denn meiner Meinung nach auch Pop darf. Und da drin erkläre ich dann eben, dass wir an einem Punkt sind, wo die Kultur eben nicht mehr an diese bestimmten Ausgangswerte, die sie mit sag ich mal, so einem Elemente-Denken irgendwie verknüpfen, vorherrscht, sondern dass das jetzt dadurch, dass es global agiert, irgendwie Hip-Hop, so viele verschiedene Einflüsse und so viel Input in diese Kulturbildung gibt, dass jeder Ort und jede Generation diesen Mindstate, den damals die Leute hatten, als diese Kultur aufgekommen ist in den 70er Jahren, dass die das neu für sich interpretieren. Und dass da dann eben nicht nur, wie es im normalen Hip-Hop, sag ich mal, in der Urform eben mit Soul und Funk gearbeitet wurde, sondern dass eben auch Popmusik für viele Leute dann eine große Inspirationsquelle war und die eben dann sich unter dem Deckmantel, wir machen jetzt etwas für die Hip-Hop-Kultur, in der Popmusik bedienen und damit irgendwie selber auch Popmusik machen. Das war jetzt sehr viel und sehr, sehr wir, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Auf jeden Fall. Ja. Wenn man es mal nachliest, ich hoffe ja, dass es auch viele Leute nachlesen. Ist ja wohl auch dauerhaft gespeichert auf Backspin. Natürlich. Und ich fand es auch interessant. Also ist ja nicht so, dass man die ersten Zeilen liest und sagt, was schreibt er denn da für einen Kack? Ihr denn jetzt und auch ich habe so? Sofort weggeklickt oder so. Also man muss sich das schon, also ich könnte jetzt auch nicht, glaube ich, die vier Seiten so wieder runterrappeln, was ich da gelesen habe. Aber ich glaube, die Überschrift hat dich am meisten direkt getriggert, oder? Mich hat die, ich,
Ich glaube, als ich dann irgendwie mit meinem Kommentar kam bei Love and Hate, hat Nico dann ja auch dann gesagt, scheiße, da müssen wir einen eigenen Podcast draus machen. Weil, denke ich mal, für mich als Oldschool-Hasen, sage ich jetzt mal, als alten Recken, habe dann meine eigene Sichtweise. Und da kann man, da denke ich mal, da macht es halt Sinn, so verschiedene, aus verschiedenen Blickrichtungen irgendwie diesen Mittelpunkt oder diese Thematik, die dann in der Mitte von uns sitzt, irgendwie zu beleuchten, ob man da vielleicht auf einen Nenner kommt, aber dann, also klar, ich denke mal, es gibt verschiedene Herangehensweisen und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Könnt ihr denn im Gegenzug nochmal runterbrechen, was ihr zu dem Kommentar von Yannick gesagt habt in der Love and Hate-Folge? Ich weiß gar nicht mehr, was wir so alles da abgelassen hatten. Generell muss ich alleine reden jetzt? Ich glaube, ihr habt im Endeffekt so runtergebrochen, dass Hip-Hop kein Pop darf, aber Pop darf Hip-Hop. Ja, das war so ein Pop darf Rap. Das wurde gesagt, glaube ich. Genau. Also das kam von mir, genau. Also ich habe es andersrum betrachtet, weil ich das für meine realistische Blickweise halt eher so sehe, weil ich mich mit Rap-Musik und dadurch aber auch durch Popmusik immer wieder konfrontiert wurde oder werde. Hip-Hop, das heißt ja Hip-Hop darf Pop. Da habe ich mich schon so ein bisschen dran gestört, weil sich der ganze Artikel sich um Musik dreht. Ist aber bewusst gewählt. Also ich habe schon darauf geachtet, dass ich, wenn ich mich auf die Kultur beziehe, Hip-Hop schreibe und wenn ich über die Musik rede, dann Hip-Hop-Musik oder Rap es tituliere, weil ich ja zwischenzeitlich nicht nur über die Musik, sondern auch über die Attitüde und die Ausgangswerte und die Einstellung und der Mindstate, der dahinter steht. Irgendwie aber als Grundlage in dem Artikel ist, also die Musik ist der rote Faden schon in dem Ding. Und das war so... Also, ne, wie Cora schon mal sagte, ne, nur ein Teil der Kultur, ne? Also ist so. Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen zum Triggern, diese Überschrift. So, da gibt es so Leute wie mich, die sofort so blingen und sagen, geht nicht. Ich habe es für mich direkt gedreht, also nicht erst in der Love and Hate-Sendung, schon als ich das erste Mal darauf aufmerksam wurde, als online das gestellt wurde und ich sagte, Hip-Hop darf Pop, wenn man das Hip-Hop außen vor lässt, irgendwie. Dann würde ich es halt wirklich behaupten, Pop. Ich habe gesagt, Pop darf auch Rap. Für mich ist es noch extremer. Für mich ist aus heutiger Sicht, Pop braucht Rap. So, ne? Ja, Pop darf ja generell alles. Also das würde ich jetzt mal sowieso Was es darf oder nicht. Für mich ist das, für mich der Artikel, wie er für mich persönlich geschrieben ist in vielen Facetten und wie man jetzt die Musikrichtung aus heutiger Sicht sieht, ist es für mich ganz klar, dass Popmusik halt den Rap braucht. Ja, ganz ohne Zweifel. Ich finde aber, das ist jetzt kein wesentlicher Unterschied zu zum Beispiel in den 90ern oder in den 80ern. Da hast du ja auch Vanilla Ice oder MC Hammer gehabt, die das auch genauso verkörpert haben, wie heute halt auch Künstler XY. Aber nimmst du da jetzt bewusst mit Vanilla Ice und MC Hammer da so zwei Wackos? So? Nee, die waren halt medial sehr erfolgreich. Hammer ist ja schon im Nachhinein doch irgendwie seine Reputation dann noch zugesprochen bekommen. So. Mit dem Abnehmen des MCs im Namen so war dann irgendwann so dieses, okay, ich gebe nach. Nein, ja klar, er wollte sich auch ein bisschen, glaube ich, immer mal schützen, weil der ja auch von allen Seiten dann irgendwelche Hiebe bekommen hat. Aber die waren natürlich schon außergewöhnlich in ihrem medialen Erfolg damals. Ich glaube, wer sich so MC nennen sollte, kann, will, muss... Das kann ein eigener Podcast werden. Ja, ich, oder? Klar. Also da. Aber du darfst das auch nicht unterschätzen. Ende der 80er hattest du nicht so viele, ich sag mal so Fake-MCs oder so Bling-Bling-Rapper. Das gab es Ende der 80er nicht wirklich an jeder Ecke. Es gab natürlich immer irgendwelche Idioten, die so ein bisschen ihren Film gefahren haben, aber die waren natürlich aufgrund der Tatsache, dass du früher auch nicht an jeder Ecke eine Platte veröffentlichen konntest, waren die halt auch nicht überall auf dem Schirm. So von den Leuten. Und das hast du heutzutage natürlich wesentlich einfacher. Du kannst mit deiner Musik überall erreichbar sein. Ja, ich glaube schon, also dass der Hype, was wir heute mit YouTube als Beispiel, so als YouTube ist schon hat schon eine Machtstellung, so, ne? Was Veröffentlichung von Videos und sowas angeht, gibt ja noch ein paar andere Plattformen. Aber das war Anfang der 90er mit Viva und MTV genauso. Also das, was YouTube jetzt ist, war vor 20 Jahren. Oder vor 25 Jahren war halt Viva und MTV. Also dem Unterschied, dass da kuratiert wurde. Genau, dass man heute deutlich freier ist und nicht darauf achten muss, was die Sender für Filter anlegen. Wenn man das, wenn man jetzt
Anfang der 90er das betrachtet hat, die europäische Musikszene, was Hip-Hop, Rap und sowas angeht, dann stößt hat man ja ganz, ganz klar und deutlich, hat sich das jetzt, wiederholt sich das ganze Thema. Nach gut, ich sage jetzt mal, nach gut 25 Jahren wiederholt sich alles, was Pop kommerziell taugliche Straßenrap angeht und die ganzen Trap-Nummern, was natürlich irgendwo in die Hip-Hop-Sektion mit reingeworfen wird, aber alles eher auch sehr poppig ist. Das gab es vor 25 Jahren haargenauso mit Eurodance irgendwie. Dr. Alban irgendwie am Rappen, Nana, falls der ein oder andere weiß, ob ihr Nana auf dem Schirm ja, habt. Nana hat die, ja, natürlich. Nana hat die größten Erfolge in der Pop-Rap-Eurodance-Szene. Toni Kultura, auch so ein Name. Da kriege ich schon, weiß ich auch nicht, Pickel im Gesicht, wenn ich den Namen habe. Aber das sind jetzt ja alles so Beispiele, die sind arg negativ belastet. Mhm. So allein schon durch das, wie sie aufgetreten sind. Und ich glaube, jeder, der heute noch auf Nana zurückblickt, der sagt nicht, ich war Nana-Fan. Das ist so dieses Phänomen vom... Oder sie geben es nicht zu. Also wir sprechen oder ja, sie geben sich zu oder sie hören es ironisch. Und wir sprechen ja von Musik, die... akzeptiert ist innerhalb der Szene. Die in der Szene akzeptiert ist, die auch irgendwie mit einer gewissen Authentizität entsteht und mit einem nicht mit dem Kalkül, mit dem eine Nana-Musik entstanden dann ist. Dann würde ich fragen, warum wird sie von der Szene akzeptiert? Weil sie sehr oberflächlich betrachtet wird? Weil es, glaube ich, da muss ich jetzt, ich glaube, wir müssen mal zwei Fässer aufmachen. Wir müssen einmal für uns auch schon, Popmusik definieren, glaube ich, und Hip-Hop vor allem. Und ich glaube, dass Hip-Hop wir gerade im letzten, nee, Hip-Hop als Kultur und als Attitüde. Und ich glaube, da, das besprechen wir auf jeden Fall als zweites. Ja. Was ist denn für euch? Nico weiß, was passiert. Was ist denn für euch Pop? Weil das ist ja, ihr behaftet das sehr negativ, habe ich das Gefühl. Ja, nee. Weil ihr immer. Ja, aber wenn ihr mit Nana als, so, als, okay, Hip-Hop, als Pop-Beispiel im Hip-Hop kommt, naja, dann soll ich dann anfangen? Negativ im Bezug auf Hip-Hop, dann genau. Ist es für uns eine negative Nummer. Ansonsten sind wir dem vollkommen neutral gegenüber. Das ist auch bei jeder anderen Musikrichtung auch so, dass wir da vollkommen neutral sind, weil wir uns damit ja auch gar nicht auskennen. Wir sind in unserem Hip-Hop-Kosmos. Du wirst dich schon damit auskennen. Aber also für mich zum Beispiel ist Popmusik einfach, was es schon aussagt, populäre Musik. Das genau, ist für ist mich Popularmusik. Also dieser Wort Popularmusik ist eine Abkürzung. Der steht ja schon mal im Raum. Also Popularmusik runtergebrochen auf Massentauglichkeit. Massentauglichkeit. Ich könnte es gar nicht auf Massentauglichkeit herbrechen, sondern einfach nur das, was die Masse hört. So. Man kann vielleicht nicht sogar auf Tauglichkeit, nicht über Tauglichkeit, sondern ja, gebe ich dir recht. Und ich sage, was sozusagen gerade so Zeitgeist im Trend ist, was die Masse hört, was dir überall begegnet. Ob es in der Dönerbude ist, ob es beim Autoscooter fahren ist, ob es irgendwo in einem Kiez-Club ist, also jetzt in den Otto-Normal-Clubs irgendwie, überall kommt dir vielleicht Popmusik zu Ohren. Kannst da ja sogar nochmal eine Stufe weitergehen und irgendwie alle Musik, die in der Popkultur stattfindet, als Popmusik definieren. Das heißt, alles, was sich irgendwie von notierter, komponierter Musik, die losgelöst von einem Interpreten irgendwie stattfindet, ist ja, also theoretisch gesehen ist ja alles, was im Hip-Hop-Rahmen passiert, auch alles, was im Punk-Rahmen passiert und alles, was im Techno-Rahmen passiert, ist ja alles irgendwo Popmusik, weil das alles irgendwie Jugendkultur ist. Und Jugendkultur und Pop ist irgendwo immer miteinander verknüpft. Da würde ich... Und damit, meine Gegenfrage, wenn wir wollen ja auch Hip-Hop, also den Hip-Hop-Begriff an sich beleuchten, wenn wir sagen, es ist Popularmusik... Und die Musik ist akzeptiert. Was wollte ich sagen? Dan, sag mal was. Mir fällt gerade, ich habe gerade den Faden verloren. Also der Aufhänger war, ist Pop was Negatives? Das war da so die Eingangsfrage. Ja, negativ ja nicht. Also ich würde sagen, dadurch, dass Rap in den letzten 30 bis 40 Jahren mittlerweile an einen Punkt gekommen ist, an dem es so groß ist, also ich rede jetzt mal speziell von Deutschland auch, an dem es einfach keinen Weg mehr dran vorbeigeht. Ich meine, wie viele Rap-Alben gehen pro Jahr auf Platz 1? Ich glaube, weißt du das gerade? Also der Peak war 19 von 52 Wochen. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn wir da nicht von Popmusik sprechen, wovon dann? Ihr habt vollkommen recht, wenn ihr das anhand von diesen Charts und nehmen jetzt einfach mal die Charts als Spiegelbild anrechnet, genau, so, dann sind wir da vollkommen auf eurer Seite. Das Problem ist nur, dass uns Chartsplatzierung ja, klar, aber genauso viel sagen, als ob in China ein Reissack umfällt. Also für uns hat eine Chartplatzierung mit Qualität
überhaupt gar nichts zu tun. Das ist nur ein Spiegel der Gesellschaft. Ja, nicht, das, was die Leute gerade aktuell hören wollen. Danach was gerade, weil es hier auch noch also Umsatz Hip-Hop, geht. Ne? Hip-Hop machen sollte schon man nicht auch messen. Also ich glaube auch nicht, dass man gute Musik oder eine gute Aktion anhand von Verkäufen oder Klickzahlen messen nichts sollte. Über die Qualität gerade wenn du jetzt so Sachen nimmst, die sich als Genre irgendwie Pop nennen, so keine Ahnung, irgendwie machen Radiohead ja auch so Art-Pop-Musik und trotzdem jucken die keine Sau im Radio. So. Das ist halt dann einfach irgendwie als Genre Musik-Definition Popmusik, nochmal losgelöst von der populären Musik, einfach weil es irgendwo nirgendwie reinpasst, es ist noch zu glatt für Alternative, aber es ist dann halt einfach Pop. So. Aber trotzdem keine populäre Musik, sondern halt noch Nischenmusik. Das gibt es ja auch. Ein Künstler wie Nisse hier in Hamburg. Natürlich. So, ne? Es gibt auch sehr viele Shreddle-Bands, irgendwelche, wo man jetzt so, das ist eher so College, Rock, Pop, keine Ahnung, das ist ja auch sehr, viele kommen aus ihrem Kosmos heraus, das, aber wie auch, ist ähnlich wie beim Hip-Hop. Ich denke mal, da können wir auch gleich anknüpfen, dass es ja auch sehr viele kleine Mikrokosmen gibt in Musikgenres und das dann irgendwie einen Hype bekommt und dann auch irgendwo sich weiterentwickelt und dann irgendwie erst von der Pop-Musikindustrie auf einer Landkarte erscheint und da vielleicht gepusht wird, fallen gelassen wird, wie auch immer. Aber worauf ich nochmal, was ist Popmusik? Popmusik ist ganz klar, hat was mit Gesellschaftsfähigkeit zu tun. Ja. Und ja, wie gesagt, Popmusik ist gesellschaftsfähig und Nico weiß das. Wenn ich von Hip-Hop rede an sich, wenn wir da umschwenken wollen, ja, auf jeden wie Fall. Damals, wie, den 70, wie Anfang Mitte der 70er bis dato, bis heute, bis jetzt in dieser Sekunde ist für mich persönlich Hip-Hop mit allen seinen Facetten nicht gesellschaftsfähig. Können wir noch eine Woche drüber diskutieren? Ich habe meine Argumente. Das ist für mich der Clash, der da immer stattfindet. Aber warum ist Hip-Hop nicht gesellschaftsfähig? Weil der wären wir wieder beim Urgedanken. Man sagt ja, man bricht aus diesen Urgedanken auf, so. Dass das, wo man sagt, warum ist Hip-Hop nicht gesellschaftsfähig? Weil generell der Hip-Hop-Gedanke an sich am Rande der Gesellschaft stattfindet, aus ganz wichtigen Gründen, nach wie vor. Also, ne, also Hip-Hop funktioniert in vielen Teilen, warum Hip-Hop Hip-Hop ist oder warum Leute das Feeling für Hip-Hop überhaupt entwickeln, kann meiner Meinung nach nur stattfinden, wenn es am Rande der Gesellschaft passiert und nicht inmitten der Gesellschaft. Wenn es inmitten der Gesellschaft passiert, dann betrachtet man viele Dinge sehr oberflächlich und taucht nicht weit ab. Nico, da werden wir noch drüber reden, ne? Dass die Theorie der zwei Berge. Beiden, die vor uns sitzen. Mehr, ja. Es gibt ja auch die Story von Sugar Hill Records zum Beispiel. Mhm. Ne? Die Sugar Hill Gang, das war ja auch so eine zusammengecastete Band. Ja, klar. Und das die war sich ja auch einen der erfolgreichsten Popsongs damals vorgeknüpft haben. So genau als da sehen wir quasi genau das, was Bass schon meint. So das, was Hip-Hop eigentlich niemals wollte. Die Hip-Hop wollte nicht in die Öffentlichkeit. Sie wollten nicht, dass das ausverkauft wird. Ja, sie wollten das für sich behalten. Es war etwas sehr Rebellisches, was unter keinen Umständen irgendwie zur Marketingwaffe umgebaut werden soll. Im Prinzip, ich habe das immer so aufgefasst, dass Hip-Hop quasi das Uptown-Äquivalent zu den, also die Bevölkerung aus den Randbezirken kam eben in New York Downtown in keine Clubs rein. Dann haben sie sich gedacht, dann machen wir jetzt Uptown quasi unsere eigenen illegalen Partys so und feiern selber. Ja, das war und auch ein Teil davon. Einer der ausschlaggebenden Punkte. So. Das ist eine Art Rebellion, aber nicht für wir wollen rebellieren, um das Gesamte zu ändern, sondern wir wollen für uns rebellieren, um zu zeigen, wir sind anders, aber wir machen es für uns. So habe ich es immer verstanden. Also es ist schon so, wir sind anders, weil auch natürlich aus damaliger Sicht gesehen, wenn man sagt, ne, it started in the Bronx, natürlich vom sozialen Stellenwert her ist es natürlich soziale Brennpunkte, sozial schwache Gegenden, wo Hip-Hop natürlich auch sehr gut funktioniert. Aber es gibt so diese Floskel, sich aus der Namenslosigkeit zu lösen. Das ist, denke ich mal, bis heute ein sehr wichtiger Aspekt, wo man sagt, so, ich versuche etwas zu machen und brauche auf die Gesellschaft keine Rücksicht nehmen. Es muss nicht gesellschaftsfähig sein, weil die Gesellschaft scheißt auf mich. Und das nach wie vor, aus heutiger Sicht, gibt es immer noch sehr viele Leute, die das nicht schaffen oder die am Rande der Gesellschaft leben, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist bis heute ist Hip-Hop ein guter Pool, um Leuten eine Möglichkeit zu geben, auf ihre Art und Weise sich aus der Namenslosigkeit zu lesen. Und ich finde, das ist für meine
für mein Verständnis einer der größten Aspekte, was Hip-Hop ausmacht. Dass Hip-Hop einen die Möglichkeit gibt, aus nichts viel zu machen. Genau, und aus sich etwas zu machen. Ja. Ne, aus sich, also das ist ja sein Individuum so weit zu fördern und ohne sich einen Namen machen. Sich einen Namen machen. Egal, ne? egal in welchen der vier Elemente. Was ist für ein Element? Wenn du es runterbrechen willst, ist es ja im Prinzip die purste Form musikalisch und kulturell vom American Dream, weil du brauchst ja auch nichts, du brauchst ja keine Vorkenntnisse irgendwie, du kannst ja einfach machen. Genau. Und das ist ja die Grundaussage. Aber wenn du bei diesem American Dream Thema bist, sag ich mal, oder bei diesem Make Yourself to Something, so, dann kommt ja irgendwann der Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht, wenn du nicht überall präsent bist. Und dann bist du halt Make Yourself to a Little Bit, aber wenn du richtig big werden möchtest, dann ist halt irgendwann der Punkt so, dann brauchst du halt was Eigenes, aber was auch massentauglich funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass es zu sehr vom Tellerwäscher zum Millionär Gedanke, glaube ich, steckt da irgendwo mit drin. Ja, nicht so viel natürlich. Aber nicht so stark. Also es ist eher, so eine alte rebellische, wir müssen uns ja nichts vormachen, das ist Hip-Hop ist eher eine schwarzen Bewegung und ist sehr viel aus dem alten Soul und aus dieser Black Power Bewegung auch entstanden, denke ich mal. Und aus der Gang Bewegung. Und sich aus der Namenlosigkeit zu lösen, ist auch so ein Ding so, ihr meint, ich bin niemand, so, aber ich bin jemand. I am somebody. Und das werdet ihr schon merken. Right. I am somebody. Das hast du bei James Brown gesagt. Das ist der Schlachtruf eigentlich für jeden, sollte für jeden Hip-Hopper sein. Und wenn ihr meint, auf mich scheißen zu können und ich wäre nur eine Nummer im System und ihr meint, ich wäre ein Niemand, dann werde ich euch schon zeigen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Möglichkeiten, dass ihr mich wahrnehmt. Das ist für mich auch so eine Wahrnehmung, die man versucht zu erreichen. Ja. Ist für mich auch eigentlich einer der wichtigsten Punkte in dieser, ich nenne sie mal Hip-Hop-Attitüde, die man hat, ist einfach ein Geltungsdrang. So, ne? Natürlich, also das ja. ist... Ne? Also man fordert quasi für das, was man macht, wenn es denn gut ist, also das ist es ja dann in den meisten Fällen in der eigenen Wahrnehmung, fordert man halt einen gewissen Respekt dafür ein. So, ne? Ist ein Respektding. Wo man ja auch gerne sagt, so, dass man jeden, der da war, auch seinen Respekt zollen soll. So. Der Respektgedanke ist ein sehr, sehr großer im Hip-Hop. Wo aber der Urgedanke, dass das sich gegenseitig auch Respekt versuchen zu geben und sich zu erlangen, bleibt in diesem geschlossenen Kreis. Also was die Urform im Hip-Hop davon sagen, dass es ist völlig egal. Sollte es mich interessieren, dass jemand aus der normalen Gesellschaft mir einen Respekt gibt, nur weil ich jetzt auf einmal irgendwie berühmt bin? Aber das ist, Dicker, das ist doch so ein Einzelfall. Wenn wir vom Individuum ausgehen, die Chance, den Step zu machen, wenn wir jetzt mal wieder auf die 70er gehen und auf die Uptown-Partys, du hast es geschafft, du hast die Chance, dann nimmst du doch irgendwann auch die Chance wahr und machst Downtown-Karriere. Ja, aber und so, also wenn das man ist so, ja idealistisch. Man kann, ja mit, 1000, man kann ja mit 1000 Bildern arbeiten. Wenn man sagt, wenn sind so zwei Writer, die eigentlich in der Namenlosigkeit verschwinden und sich gegenseitig irgendwelche Bilder zeigen, was für Bilder, Graffiti sie gemalt haben, und der eine dem anderen sagt so, ey, fettes Bild, was da gestern auf der S-Bahn vorbeigefahren ist, und er sagt so, geiles Bild. Und vielleicht irgendjemand aus der Kunstgalerie sagt, oh, das sieht aber toll aus. Welche Aussage hätte mehr Wert für diesen Writer, der das Bild auf der S-Bahn natürlich gemacht hat? Erstere. Ne, aber wir reden auch ein bisschen um den heißen Brei rum, weil eigentlich soll es ja um die heutige Zeit gehen. Aber, weil du gerade schon Writer erwähnt hast, stelle ich jetzt mal die Frage, braucht Hip-Hop für euch heutzutage noch unbedingt die vier Elemente? Auf jeden Fall, weil es halt nach wie vor die Kultur ist. Ich meine, wenn du eine Kultur hast, und die entwickelt sich. Das ist ja immer sehr, sehr gut. Wir sind ja keiner, also kein niemand, der sagt, nee, es darf sich bloß nicht verändern. Es muss genau so bleiben. Ja. So sind wir auch nicht. Aber wenn wir in der Entwicklung keine wirklichen Fortschritte sehen, und mit Fortschritte meinen wir, es muss auf irgendetwas, was davor war, aufbauen. Also irgendwelche Dinge müssen in diesem Fortschritt enthalten sein, die den Ursprung erkennen lässt.
Wenn das nicht gegeben ist, haben wir halt ein Problem, das überhaupt ja, als Entwicklung zu sehen. Also wäre das nicht ein Diss eigentlich, wenn man sagt, wir müssen uns von drei Elementen lösen, damit dieses eine, drei Elemente müssen sterben, damit eins weiterleben kann? Quatsch, damit es sich entwickeln kann? Die können ja alle parallel existieren, was sie ja auch tun. Aber ich glaube, dass wir, das ist ja nicht nur ein, wenn wir es mal Problem nennen wollen, ein Problem, das Rap hat, sondern ich bin eigentlich der Meinung, dass die anderen Elemente sich doch auch abkapseln voneinander. Ja, das ist ja nur im also Mainstream. Um 2018 früher zu sein, musst du doch keinen Rap mehr hören oder machen. Ja, aber du tust es ja, weil du es ja liebst. Andersrum ja, ist es ja auch so, nee, wenn du Rapper bist. Aber sprühen bedingt ja nicht. Ja, aber das ist ja genau dieser Respektspunkt, den Base auch schon meint und den wir auch schon so oft in Love and Hate und in diversen Sprechstunden mit Nico ja. Als Thema hatten. Es ist einfach so, dass wenn du keinen Respekt hast für die anderen Elemente, ja. Dann ist es für mich auch schwer, dich dann zu respektieren. Auch wenn du der Allergrößte auf diesem Planeten bist und der Reichste und die besten Chartplatzierungen auf der Welt hast. Das interessiert mich dann nicht, wenn du keinen Respekt für die Kultur hast. Du musst es ja nicht alles ausüben. Du musst dich auch nicht mit allen Dingen auskennen. Das ist auch vollkommen unmöglich, ja. Auch wenn du als 15-, 16-, 17-Jährige anfängst. Ich sehe das auch, also das ist so eine Mischung, weil ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Also ich glaube, dass es ganz, ganz viele früher, also als ich angefangen habe zu malen und mich mit der Kultur auseinanderzusetzen vor über 25 Jahren, 35, sind wir jung. Dass es immer Leute gibt, es gab und gibt immer Leute, die sagen, ich habe mit der Kultur nichts am Hut, aber ich finde Graffiti geil. Ich will mit der Kultur nichts zu tun haben und ich will einfach rappen. Und ich mache Graffiti, aber eigentlich scheiß auf die Szene. Das gab es vor 30, 40 Jahren, das gibt es heute auch noch so. Ne? Ja, aber hat das denn weniger Daseinsberechtigung als Leute, die mit Liebe für die Kultur ihre Sache machen? Das hat genauso viel Daseinsberechtigung für die Art der Kreativität, die Leute an den Tag legen. Ich würde es ein bisschen traurig finden. Also was uns eigentlich stört, denke ich mal, spreche ich mit Dan auch, dass wenn jemand dieses Stilmittel Rap, die Stilmittel Breakdance, Stilmittel Graffiti, DJing, Turntable-Listen verwendet, an sich reißt und versucht zu erlernen, dass er nicht, dass er irgendwie nur auf der Bergspitze steht. Nico, da kommen wir noch drauf. Dass du nur irgendwie die schöne Aussicht genießt, aber nicht weißt, was unten am Berg passiert und was da mal passiert ist. Dass er sich muss er sich vielleicht erstmal gar nicht mit der Kultur auseinandersetzen, dass er wissen muss, Hip-Hop, aber er muss sich so mit diesem Stilmittel auseinandergesetzt haben, um zu gucken, wo das herkommt eigentlich so. Ne? Also wenn man jetzt auf die Schule, wenn man jetzt irgendwie ein Kunststudent ist und irgendwas lernt, da lernt man auch etwas von den alten Meistern. Was hat ein Van Gogh, ein Picasso oder wie auch immer, was haben die so gemalt und mit was für Stilen oder Stilmitteln haben die gearbeitet? Da gibt es bestimmt auch so ein paar radikale Kreativmaler, die sagen, interessiert mich ein Scheißdreck, was ein Picasso gemalt hat. Ich ziehe hier mein Ding durch. So kann man das vielleicht auch beim Rap heutzutage bei dem einen oder anderen sehen. Und ich sage euch auch, was für uns so das treibende Element ist in unserer Kultur, also in unserer, sagen wir mal in der Musik, also wenn es um Hip-Hop-Musik geht, spielt für uns der Soul eine ganz wichtige Rolle. So, und damit meinen wir nicht R. Kelly oder sowas, ohne ihm zu nahe zu treten wollen, aber der alte Soul. Dem kann man, glaube ich, schon zu nahe treten auf jeden Fall. Ich würde ihm nicht so gerne zu nahe treten, ehrlich gesagt. Also man könnte eigentlich sagen, zum Beispiel, also wir sind halt der Meinung, zum Beispiel James Brown ist auch so ein bisschen mit der Founder von Hip-Hop, weil sein Sound halt, der wiederentdeckt wurde, der neu gesampled wurde, halt diese ganze Ära geprägt hat. Und der für uns nach wie vor auch ein sehr wichtiger Teil ist. Und wir hören trotzdem noch heute James Brown, auch wenn er schon seit 14 Jahren tot ist. Weil das die Musik ist, die eben im Ursprung quasi das Greifbarste war für die Leute. Natürlich so. Aber, ja. Aber wenn du jetzt... wenn du jetzt so schaust und... Ach, jetzt hab ich den Faden verloren. Wo war ich denn jetzt? Weil James Brown war der Ursprung. Genau, war der Ursprung. Und jetzt schwappt dieses Ding nach Deutschland rüber, diese Kultur. Und was hat denn hier der Durchschnittskartoffeldeutsche, der sich in seinem Dasein auch abgehängt fühlt und abgekapselt fühlt, für eine Connection zum Soul? Wenn die nicht da ist, aber er sich mit der Kultur identifizieren kann, was soll er denn dann machen? Man kann niemanden zum Soul zwingen. Genau, es kann kein 17, 15, 13-Jähriger, wir können nicht von ihm erwarten, dass er James Brown feiert oder den Ursprung kennt, aber wenn er ein Teil der Kultur sein will oder vielleicht sogar schon ist, dann, wenn er schon ein Teil ist, dann wird er sich damit
beschäftigt haben und auch ein bisschen Wissen angeeignet haben, wenn er sich dafür interessiert und nicht nur auf das Rap-Ding fixiert ist, so wie es ja, wie ich so deinen Kommentar eher so gelesen habe, dass das Pop-Ding ja doch eher was mit Rap-Musik anstatt mit der Hip-Hop-Kultur zu tun hat, wobei du ja am Anfang gesagt hast, dass du das schon als Hip-Hop-Kultur gemeint hast mit diesem Pop-Vergleich, dann ist es so, dass der junge Typ einfach, ja, wenn er die Roots nicht kennt, dann muss er halt noch üben. Dann muss er noch ein paar Hausaufgaben machen und dann in aber ein paar Jahren nochmal zurückkommen. Ist das nicht arg ignorant, Leuten quasi den Zugang zu einer Kultur, die jedem eine Möglichkeit bieten sollte, zu verwehren, nur weil er noch nicht so weit ist? Weil nee, im Prinzip, das ist ein Prozess. Aber du kannst ja quasi schon irgendwie auf 50% einsteigen und damit richtig gut drauf sein. So. Du musst ja nicht direkt sagen, das okay, ist, ich gehe jetzt diesen klassischen Weg und so. Und das könnt ihr, okay, das ist, würde ich auch nicht sagen. Also das, ich finde es gut, wenn Leute so einfach so reinstürzen, ins kalte Wasser springen und so gucken, wie halte ich mich jetzt über Wasser und irgendwie schaffe ich schon zu schwimmen. Ich würde mich freuen, wenn die Leute dann versuchen, trotzdem richtig schönen guten Schwimmstil zu entwickeln und anstatt sich einfach nur es schaffen, sich über Wasser zu halten. Du sagtest, oder es wurde gerade gesagt, so, es war das einfach ein greifbares Medium, die Soulmusik, die man auch im Hip-Hop dann weiterverwenden konnte. Man wollte ja, ich behaupte es einfach, man wollte ja auch nicht immer so sein wie heute auch. Man möchte nicht so sein wie die Eltern. Man findet Soul, Jazz, Funk cool, aber wir machen es irgendwie doch anders wie unsere Vorfahren, wollte ich fast schon sagen. Wie unsere Eltern, sage ich jetzt mal, wie die Generation 2, 3 vor uns. Und wir geben dem Ganzen unsere neue Note. Dem zum Trotz, ja. Und so, wenn du dann aber für mich ist es ein bisschen mehr als nur das, was gerade naheliegendste, sondern das ist eher so auch, trotzdem bleibt es so eine Tradition, die man aufgreift. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich bin jetzt zum Beispiel 26 und wann habe ich angefangen, Rap zu hören und mich mit all dem zu beschäftigen? Wahrscheinlich so mit 10, 11. Also ich glaube, meine erste, also klar, so als Kind, ne, dann hat man irgendwie sowas gehört wie dritte Generation oder sowas, aber ich glaube, meine erste richtige Rap-Platte war The Eminem Show, die ich so richtig in die Hand gedrückt bekommen habe. Später wurde ich dann in der Schule immer mit gebrannten Nas-CDs und so weiter versorgt. Aber ich hatte schon noch das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen schlau machen muss über alles. Ne? Und habe dann irgendwie die ganzen alten Mongo-Clique-Sachen nachgehört, die Einsbusch-Tapes und Kolchose und so weiter. Aber habe immer alles zeitgleich gehört. Also ich hatte dann wahrscheinlich, weil ich dann 13, 14 irgendwann war, hatte ich halt nichts mit Akro, weil das ist halt gerade groß geworden. So, ne? Ich hing dann auf, keine Ahnung, bstadt.com rum und habe mir dann diese ganzen Tapes runtergeladen und gehört. Aber zeitgleich habe ich geguckt, was bei Deluxe Records geht und habe das abgefeiert. Und wie so ein kleines Kind an der Scheibe gehangen im Auto, an der Autobahn, wenn dann irgendwie, wenn ich da Graffitis gesehen habe, so, ne? Und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht über alles. Aber zum Beispiel Breakdance, so, das habe ich dann, weil donnerstags bei Mixery Raw dann irgendwie eine Special-Ausgabe kam, wo es dann um das Battle of the Year ging oder so, da habe ich mir das angeguckt, interessiert so, aber es hat mich dann jetzt nicht weiter gejuckt. So. Ja, es gibt ja auch Sachen, also das ist ja ganz cool. Ich denke mal, das hat jetzt nur zu 4 Elementen gelangt, wer weiß was, oder zu dem heimlichen 5. der Beatbox, dem Beatboxing oder sowas. Ja, immer du guckst, das Razzle-YouTube-Videos, also halt, die kenne ich halt so, auch. Es hat sich halt über Jahre rauskristallisiert, oder es haben sich halt 4 Elemente so raus evolutioniert. So, ne? Wer weiß, wie es irgendwie geworden wäre, wenn das irgendwie 10 Jahre später, 10 Jahre früher, weiß man nicht. Wenn Hip-Hop in Deutschland entstanden wäre, wenn Hip-Hop in Deutschland entstanden wäre für euch jetzt, dann müssten die Producer von heute Modern Talking samplen so, also, oder nachspielen. Oder das so. Geht ja nicht. Weil die Eltern irgendwie darauf geflasht haben, als Kind hat man das einfach so aufgenommen wie mit der Muttermilch und dann... Ja, aber das gibt es ja auch geil zum Beispiel so. Wenn du dir jetzt einen Casper anschaust, der irgendwelche Post-Rock und New-Wave-Sachen da in neuen Szene setzt, so, was ja definitiv ein Bezugspunkt zu europäischer Kultur in den 80ern, 90ern hat. So. Es funktioniert ja auch. Und soll man das deswegen, weil es irgendwie nicht diesen Origin hat, aus der Kultur irgendwie aussperren? Ist dann halt auch schwierig. Ich glaube, wir haben auch noch nie gesagt, dass man es aussperren, also wir persönlich, oder dass man es nicht aussperren sollte. Dass man es nicht als... Ja, für uns persönlich sperren wir es schon aus, weil wir diesen Vibe gar nicht fühlen, diesen Style und dieses ganze Drumherum. Das ist einfach nicht das, wo so wie wir Hip-Hop erlebt haben und lieben gelernt haben. Das ist ja immer dieses Love-and-Hate-Ding bei uns. Wir lieben halt unseren Hip-Hop so, wie er ist, ganz einfach, minimalistisch, ohne viel Schnickschnack, ohne Skinny-Jeans.
Jeans. Und hast du nicht gesehen. Also ich hab, aber was ich euch noch erzählen wollte, diesen Reifeprozess, den man eigentlich machen sollte, den habe auch ich gemacht. Den hat, glaube ich, jeder von uns einfach mal mitgemacht. Und das ist einfach nur vielleicht ein paar Jahre früher als ihr jetzt. Anstatt du mit deiner Eminem, habe ich meine erste Platte war Bismarcky, EPMD, Juice Crew. Und irgendwie hast du nicht gesehen. Dann habe ich aber ein Jahr später, als MC Hammer Large war, dachte ich so, oh, geil, Digga, in der Schule, das geht voll rauf und runter. Dann habe ich mir auch MC Hammer gegeben. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ist ganz nice hier, Rick James, so hat er schön gesampelt, ist funky, aber irgendwie ist Bismarcky Just a Friend und EPMD You're a Customer doch viel geiler. Also irgendwie, auch ohne Internet und auch, dass du jung bist, denke ich, es gibt keine Ausrede, um zu sagen, es gibt keine Vergleichsmöglichkeiten für einen, um nicht zu entscheiden, was ist jetzt wirklich mein Geschmack oder wo sehe ich mich in dieser Kultur, wo ist mein Platz und was wird mir einfach nur vorgelebt und wo imitiere ich einfach nur oder wo heule ich einfach nur mit den Wölfen. Weil heutzutage hast du durch das Internet, kannst du einfach alles nachholen. Und ich glaube, das meiste an Knowledge, an Hip-Hop-Knowledge, habt ihr auch durch Google entdeckt. Richtig. Und wir nicht, wir hatten keinen Google. Selbst ich wusste nicht, Alter, was wie B-Boys, ey, derbe, die malen hier die Züge voll, ey, ist ja krass. Ach wie, und der B-Boy-Artist, der irgendwie dance zu Apache und geht da voll ab, das ist so alles Funkstück und so. Ja. Das ist alles ein Prozess und dieser Prozess, der dauert manchmal 20 Jahre, 30 Jahre. Heutzutage dürfte er wahrscheinlich nur 5 Minuten dauern, theoretisch, um sich das ganze Wissen schnell anzueignen. Ja, aber so in den Kinderschuhen habe ich diese Probleme auch noch wahrgenommen. Also ich habe keine Ahnung, mit 14, 15 habe ich mit einem Kumpel, ich bin in so einem ganz kleinen norddeutschen Dorf groß geworden, ja. Da haben wir halt, wir haben gerappt so, ne? Und auf irgendwelche Eminem oder The Game Beats so, die damals rausgekommen sind. Und wir waren natürlich grottenschlecht, aber uns konnte ja auch niemand an die Hand nehmen oder so, weil da war noch ISDN-Leitung, man hat sich über Bearshare irgendwie ein aktuelles Album runtergeladen, irgendwie 2 Tage lang oder hat über 4 Tage lang halt bei ICQ ein Album bekommen, so das war der Weg, um an Musik zu kommen damals. Und YouTube war da auch noch in den Kinderschuhen und es gab keine Tutorials oder so und auf dem kleinen Dorf, niemand hat dir gezeigt, wie man Beats macht, wie man rappt oder so und dann ist es natürlich stecken geblieben und versagt, ne? Weil man nicht dran geblieben ist und sich selber nichts beibringen konnte. So, also ist auch, das kenne ich schon noch, kann ich nachvollziehen. Ich wollte nochmal zurück, vorhin war das, war diese Kultur, 4 Elemente, wollte ich nochmal kurz einsteigen, weil ich habe da noch so einen Gedankengang, wo das darum ging, so ja, Graffiti gibt ja auch viele Punks, außer Punk-Szene, die einfach Graffiti malen oder Skater, die malen. Die oder heutzutage Ultra-Gruppierungen auf dem Fußball. Die malen auch ihre HSV-Parolen irgendwie an die Autobahnbrücken. Oder Graffiti-Maler. Ja, wenn man mal durch Hannover fährt, was ihr wahrscheinlich auch macht, ab und zu mal, wo man dann die ganzen Moses-Tags und so sieht, da sieht man ja auch viel RBH. Das sind ja die Root Boys Hannover, wenn ich mich nicht irre. Das ist eine Ultra-Gruppierung. Aus vielen Subkulturen, egal wo die herkommen, Punker-Szene, Hipster-Szene ist ja nicht mal Subkultur, sollte es ja mal sein. Auf jeden Fall ziehen Leute sich diese Stilmittel ja überall raus. Hatten wir vorhin genauso wie Leute sagen, ich mit Hip-Hop kann ich mich nicht identifizieren. Es geht ja auch um Identifizierung. Aber Rap finde ich geil. Ja. Ich sage, ja, okay, mach Rap, mach so. Ne? Dann sage ich aber immer gerne, red da nicht über Hip-Hop, wenn du nicht weißt, was da wirklich tust. Aber das gab es ja schon immer. Gab es schon immer so. Also die Leute haben es immer. Also deswegen meine Einleitung vorhin. Hip-Hop darf Pop. Das ist auch so ein Grund, weil andersrum kann ich es, vielleicht kann man es auch in Yannicks Richtung auch betrachten. Und wenn ich sage, Pop braucht Graffiti oder Pop darf Graffiti, Pop darf Rap, Pop darf Hip-Hop oder braucht, wenn man mit diesem Darf-Wort redet, ja, Pop braucht dann aber sagst du so, Punk, ja. Punk darf auch Graffiti. Punk darf auch Breakdance oder Flamenco-Tanz darf auch Breakdance. Die dürfen sich alle diese Stilmittel bemächtigen, um vielleicht mehr Kreativität in ihrer eigentlichen Sache irgendwie nochmal voranzutreiben, um sich da zu expandieren mit ihren eigentlichen Stilmitteln. Also es ist ja eine stetige Entwicklung. Ja, man hat es ja gesagt. So, ne? Also wenn du brauchst ja immer wieder Impulse. Du brauchst in irgendeiner Musikrichtung gibt es immer wieder neue Impulse und dadurch entstehen wieder kleine Subgenres hin und her. Also ich meine, ob Trap nun Rapmusik ist oder ein neues Subgenre oder ein ganz eigenes Genre oder so, lässt sich auch viel drüber streiten. Am Ende sind es so vorgegaukelte Halftime-Hip-Hop-Beats, wenn du willst. So.
Theoretisch gesehen. Ja, wenn wir über Trap-Musik lästern oder reden oder über Straßenrap, irgend sowas, ne, ich glaube, da lästern wir gar nicht über die Musik an sich, sondern über den Inhalt, der da vermittelt wird. Weil Rap, die Hip-Hop-Geschichte, sich aus der Namenslosigkeit zu lösen, Identifizierung, sich einen Namen zu machen, ein sehr politisches Ding auch. Und ein sehr sozialkritisches Teil. Und da sind wir wieder bei der Pop-Massentauglichkeit, Popmusik, Popularmusik, Gesellschaftsfähigkeit. Sehr oberflächlich. Ne? Also wenn du der Trap-Musik, heutiger Straßenrap, ist für mich alles sehr oberflächlicher, weichgespülter Kram. Ja, aber DSFX haben auch super klar die Fragelistik expialigetisch gereimt, weil es in die Zeile passte so. Also wir sind nicht die Verfechter von 100% allen 90er Boom-Bap-Gruppen. Da gab es genauso viele Schwachmaten, die geile Banger gemacht haben, aber da gab es genauso viele Schwachmaten. Die mit irgendeiner Scheiße um die Ecke kamen und irgendwelchen, der meinen, sie wären die derbsten Ghetto-Gangster mit ihrer Uzi und Arkan irgendwas. Aber das der mir Unterschied fällt gerade noch ein schönes Beispiel ein. Wo seht ihr denn den Unterschied zwischen Maya Didis und Versace Versace? Oh. Also, weil theoretisch. Wer war der Erste? Maya Didas. Run DMC. Ach so, Maya Didas. Ach so, ja. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein neuer Trap-Künstler. Nein. Wo seht ihr da einen Unterschied an die Herangehensweise? Weil im Prinzip ist doch beides materialistisch und Style. Und wen spricht denn der Song an, generell? Wo ist die Spannweite? Also, wenn wir von Versace reden, reden wir hier von irgendwelchen. Es ist unerreichbar für irgendwelche Hörer. Aber in dem Fall waren es, sag ich mal, für minder privilegierte Hip-Hop-Hörer in den 70er Jahren war der Adidas Superstar ja auch nicht unbedingt erreichbar. Gibt's hier wieder einen Zettel? Mit ein paar Infos hier. Ich sag dir, was der Unterschied ist. Versace ist von welchem Künstler? Migos, das ist der Durchbruchhit von Migos, das ist die Crew, ne? Die Supercrew gerade. Genau, damit sind die vor vier, fünf Jahren sind die damit groß geworden. Wie viele Tracks haben Migos, die irgendwas anderes außer Drogen nehmen, krasse Autos und sie sind die Besten haben? Aber wenn wir das jetzt erstmal auf den Punkt, an dem Versace rausgekommen ist, das war der erste große Song von den Migos. Ja. Und da war der Einschlag auch schon so, dass krass viel darauf gehatet wurde, das ist ja inhaltsloser Scheiß. So. Das war direkt schon der erste Kommentar dazu. Und wenn man jetzt an diesem Punkt in der Zeit einen Cut machen würde und das gegenüberstellen würde, dann hättest du doch in einem Run DMC ziemlich genau ein gutes Äquivalent, auch der erste Riesensong, der so richtig durch die Decke gegangen Never ist. Never ever. Maya Didas war ein Sidekick auf dem Album. Ja, natürlich, aber es ist der Song, der weltberühmt geworden ist. Also, wenn du dir das anschaust, der Song hat den als erste Nicht-Sportler einen Adidas. Wegen dem Schuh an sich vielleicht. Ja. Also, generell, sie haben das großartige Video, wie sie im Madison Square Garden spielen. Und das komplette Publikum hebt einfach diesen Schuh hoch. So, das ist ja der Punkt, an dem dieser Song der Hit, der kommerziell erfolgreichste Hit dieser Crew war, zu einem Zeitpunkt. Das wird erstes oder zweites Album? Erstes Album, oder? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt der mit Abstand größte Song von denen. Und da war kein Hate dagegen, weil es ist dann. Oder jetzt in der Retrospektive. State of the Art war zu dem Zeitpunkt. Also sie hatten, genau. Ich würde mal behaupten, dass... Da gab es dann vielleicht die Diskussion von den Leuten, die sich dann als die Old School abgespalten haben. So, dass du dann das irgendwie so ab Run DMC in eine Art New School rein... No, Run DMC war ja auch also schon nicht mehr so wirklich. War so eine Hybrid-Geschichte zwischen dem Wechsel von Old School auf... Ja, aber das ist doch jetzt... Also New School. Aber ich würde... Also, wenn das so der erste... War das von Migos der Durchbruchsong? Ich glaube, das ist auch fehl am Platz, wenn man sagt, da muss man jetzt so kleinkrämerisch irgendwas so Gedanken. Aber Maya Didas war mit Sicherheit, wenn man jetzt von diesem Hip-Hop-Universum, reden wir jetzt vom Popular-Kosmos? Wir reden jetzt von der Gesamtwahrnehmung, oder? Gesamtwahrnehmung. Also der Song in der Gesamtwahrnehmung. Weil danach gehe ich kurz mal für 5 Minuten auf Klo. Ich sag dir, der Unterschied zwischen Versace und Maya Didas ist, Migos hat einfach keinen DJ, hat nicht Jam Master Jay gehabt. Das darf man auch nicht vergessen. Keiner
von diesen New Schoolern ja. hat einfach einen DJ am Set, der Scratches macht. Das der stimmt das doch gar nicht. Represented. Okay, okay, wer ist denn der DJ von Migos? Klärt mich auf. Gibt es einen ja, DJ jetzt, bei Migos? Du hast dich jetzt auf die Migos eingeschossen, aber du hast ja vorher pauschalisiert. Keiner dieser Newcomer. Also ja, also ja, welcher von den Trap-Künstlern hat denn einen Rin hat DJ? Nintendo zum Beispiel, der auch sehr gefeiert wird von Dexter. Und Dexter solltet ihr mögen. Dexter kennen wir ja nochmal. Ne? Also deshalb... Es gibt macht ja er auch Scratches? Also nee, sagen, ist okay, er aktiv auch? Okay, lass mal, er produziert und legt auf der Tour auf von Rin. Aber also auch als ich möchte das jetzt eigentlich mal, weil es hier gerade die ganze Zeit um so kleinen Geschichten geht, möchte ich das eigentlich mal mit so einem, ich nehme einfach ein Flair-Zitat. Du hast Hip-Hop erfunden, schön für dich. So, muss man denn überhaupt noch so Respekt haben? Ich meine, du meintest gerade, dass Hip-Hop früher ein Ding der Randgesellschaft war und dass ihr euch auch immer noch ein bisschen so seht. So wir gegen die, ne? Aber ich meine, das ist eine Musikrichtung oder eine Kultur, die mittlerweile 40 Jahre alt ist und die hat sich unfassbar entwickelt. Die hat Impact auf die ganze Welt. Das ist die mittlerweile meiner Meinung nach wichtigste Musikrichtung, also ich nehme mal Rap jetzt, Musikrichtung in Deutschland. So. Das ist kein Außenseiter-Ding mehr. Und das ist auch weltweit, auch im Style, so dieser B-Boy-Style, sage ich mal, er hat ja den kompletten Klamottenstil der Jugendlichen nachhaltig geprägt. So, du findest beim 30-jährigen Stefan aus der, keine Ahnung, Marketingkanzlei, findest du auch irgendeinen Teil im Outfit, der irgendwie konform geht mit so einem B-Boy-Outfit. Ja, was ist denn ein B-Boy-Outfit? Das ist ein auffälliges, keine Ahnung, wenn du jetzt so mit dieser Sneaker-Kultur als Origin irgendwie da reingehst, so, dann sind es vielleicht Sneaker in Szene setzen mit eingezogenen Laces. Du hast die Baseball-Cap oder Kangols oder was auch immer, die sich dann halt irgendwann zur Baseball-Cap als weiteres Stilmittel so entwickelt haben. Das ich meine, ist ja, wie sich Baggies verbreitet haben in der Schule. Ich meine, Mitschüler, die nichts mit Hip-Hop am Hut hatten, haben Baggies getragen. Die haben Fubu getragen, die haben Pelle getragen, weil das South Pole, weil das halt in war zu dem Zeitpunkt. Also es da hat sehen wir einen Punkt. Großen ich Impact. Glaube, dass ich, also für mich, meiner Meinung ist Hip-Hop da eine Kultur. Da habe ich aber auch dann gestanden, ihr dürft das nicht. Ich darf 3XL tragen, aber ihr nicht. Ihr dürft das nicht. Jeder darf machen, was er will. So. Ich glaube aber nicht, dass Hip-Hop ist eine wunderbare Kultur, sich gegen diesen Trendsetter-Mechanismus zu wehren. Und was ist, wenn Hip-Hop Trendsetter ist? Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ich muss für euch gerade im Paradies sein. Ja, Hip-Hop ist überall da, wo man es früher immer haben wollte. Akzeptiert, mitten in der Gesellschaft, aber trotzdem noch anti. Ich meine, diese ganzen, wie Hip-Hop groß wird, wie Rap groß und populär wird derzeit, die scheißen ja auf Industrieregeln. So, also, ja, weil sie es ja können mittlerweile. Weil sie es können mittlerweile, ja, Musik, genau. Aber die Musik an sich. Wer entwickelt denn immer wieder neue Wege, um Musik zum Beispiel oder sich selber einen Namen zu machen? Das ist Rap. Also diese Deluxe-Box, ne, man kann davon halten, was man möchte. So. Ich bin auch kein großer Fan von. Aber die hat den Markt revolutioniert und sie kommt, man streitet sich darüber, wer sie erfunden hat, aber sie kommt sehr, sehr, sehr sicher aus dem Deutschrap-Tum. Okay. Das glaube ich nicht. Die Deluxe-Boxen gab es auch schon in den 90ern. Ja, Bundles. Aber Deluxe-Boxen? Ja, gab es auch schon. Aber brauchen wir den Deluxe? Großen Künstlern, ja. Wofür ist die Deluxe-Box generell? Das ist egal. Aber mir ging es nur darum. Es geht nur um das als Symbol für Innovation. Ne? Für Innovation oder eine Deluxe-Box soll vom vielleicht... Löse dich mal von der Deluxe-Box. Es ging nur um die Innovation. Das ist ja der Punkt, genau. Regeln brechen. Das ist genau. Innovation. Was bedeutet für euch denn Innovation? Weil für uns ist eine Innovation, wie ich schon gesagt hatte, dass es auf irgendetwas aufbaut. Bevorstehendes aufbaut. Und für uns baut das nicht irgendwo auf. Wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Migos und DMC sind. Hat doch auch damals aus Alten Neues erschaffen, komplett Neues. Er war doch komplett anderer Rapper. Curse, inhaltlich komplett anders als der Rest. Curse gab es unten im Süden oder sagen wir mal Minden, oben gab es Sammy, die sind gleichzeitig groß geworden. Das waren zwei neue Halsbringer, sage ich einfach mal. Und die haben doch auch auf Regeln geschissen. Die haben auf Regeln, auch auf Regeln der Gesellschaft geschissen. Wenn man sich mal die Texte anhört, dann sind wir da weit von entfernt, was heute ein Bowser oder Migos oder so rappt. Ja, aber er scheißt halt jetzt auch Sammy auf die Regeln. Sammy hat auch über Joints und Heineken gerappt und nicht über die Themen, über die Torch und Boulevard Boo. Darum geht's gar nicht. Also die Themen, das sind ja keine Themen, die aus dem aktuellen Zeitgeschehen kommen. Das sind ja, damals war es aber das sind ja Themen, die versuchen, die Kultur auf eine bestimmte Art und Weise zu bewahren.
Aber wo sind denn die anderen Kulturgegenstände? Weil das ist ja jetzt wieder nur auf Rap runtergebrochen. Ja, das ist ja das Thema, was wir vorhin auch schon hatten. Also ich würde jetzt über mich sagen, dass ich mich schon lange nicht oder noch nie über vier Elemente definiert habe. Und die Hip-Hop-Kultur auch gar nicht mehr, ich sehe es auch nicht mehr als zwingend notwendig, dass die Hip-Hop-Kultur sich über vier Elemente definieren muss. Es ist nice to have, so quasi. Aber mittlerweile, weil sich auch die anderen Elemente, das bestimmt niemand, das entscheidet jeder für sich, aber wer entscheidet denn, wie ich für mich Hip-Hop definieren darf und ausleben darf? Also ich eine, da komme ich auch jedem gerne entgegen, weil jeder definiert, das sage ich immer selber auch, so weil ich auch in dieser Zeit aufgewachsen bin, Zulu Nation und hier, und wenn du ein richtiger Hip-Hopper sein willst, dann darfst du nicht rauchen, nicht kiffen, nicht dies, und selbst die Zulu Nation Mitglieder haben alle gekifft und geraucht, und dann hieß das ja, aber das, wenn die Kontrolle da ist, ne, musst halt Kontrolle über deine eigene Aktion sein. Ich hab's, Big Mo hat aber ich habe trotzdem auch gesagt, ich muss nicht jetzt irgendeinem Verein beitreten, um Hip-Hop zu leben. Ich definiere meinen Hip-Hop, weil ich bin sehr traditionell, sehr traditionsbewusst, definiere mich auch nicht durch vier Elemente, aber ich respektiere die vier Elemente, weil ich mich mit der Hip-Hop-Kultur an sich auseinandersetze. Aber ich sage jetzt nicht so, ich bin... Also ich respektiere die vier Elemente und würde immer sagen, ich bin vier Elemente. Ich bin nicht nur Rap, ich bin nicht nur DJ oder aber das ich bin braucht's. Breaker. Also auch das Spannende daran. Aber der Punkt, hat Schwerpunkt. Wenn du jetzt als Newcomer-Rapper, ich glaube, ich habe noch nie einen von diesen Jungen im Interview explizit sagen gehört, ich scheiße darauf, dass es das gibt. Sondern es ist halt einfach, juckt mich nicht. Okay. Ich vertrete die Meinung, dass fast jeder Artist, der heutzutage groß wird, jetzt mal explizit über Deutschrap gesprochen und nicht klassischen Rap macht, sondern nennen wir es mal Trap oder so, die allermeisten haben die typische Hip-Hop-Sozialisation durchlaufen und haben angefangen mit Boom Bap und 16ern schreiben. Fast alle. Sei es ein El Guni, sei es Young Huren oder so, die haben früher immer auf alte Beats gerappt und die findet man teilweise auch noch in Tracks. Ist ja auch heute so. Ich hatte also eine kleine Anekdote von letzten Wochen. Also Auf einer Live-Veranstaltung war so eine witzige Anekdote, könnte ich mal erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war. Jomo, kennt ihr Jomo, ein Rapper? Ja, der wird doch jetzt gerade in der Kunstwerkstatt von Sammy, glaube ich, irgendwie. Auf jeden Fall. Da nimmt er auf und wird von Sammy ein bisschen gepusht. Auf der Bühne ein bisschen Freestyle-Action mit dem Moderator, blablabla. Ganz kurz, long story short. Sehr moderne Beats, die er macht mit seinem DJ zusammen. Dann ging es so, irgendwie musste so ein bisschen Zeit überbrückt werden. Die machen sehr moderne Beats, wo man sagt, so geht modern halt. So wie man es häufig kennt von Bowser, Straßenrap, keine Ahnung, Migos. Und dann hat der Freestyler, der Host-Moderator, den DJ drum gebeten, mal kurz einen Beat anzumachen. Würde gerne freestylen. So, dann kam eine 90er-Keule, wo ich denke so, er hat nicht nach einer 90er-Keule gefragt, er hat nach einem coolen Beat gefragt. Hätte er Eier in der Hose, hätte er vielleicht, weil er sowieso die Musik selber produziert, hätte er irgendwas Aktuelles abgefeuert, nur so meine Meinung, oder einer aus seinem eigenen Craze und sagt, das ist ein fetter, derber, neu moderner Beat von mir. Ich spiele den mal, da geht er bestimmt gut drauf ab. Nein, er hat eine 90er-Keule gespielt. Aber warte mal, Shook Ones von Mobb Deep? Nein, wo ich immer so denke, 8 Mile, wo ich immer denke, ihr feiert den Sound extrem ab, liebe Herren DJs, Rapper, und dann geht er auf die Bühne und wollt irgendwie dem Zeitgeist gerecht werden und macht dann was völlig anderes als das, was ihr eigentlich abfeiert. Das verstehe ich manchmal auch nicht. Aber muss man denn nicht eins abfeiern? Eben. Ihr kennt doch sicherlich das ist aber John Known. Ne, wenn ihr hat mit Fico Brasilovic hat jetzt ein Rapper, wird auch gerne mal von Sammy, glaube auch genannt und gepusht. Also Sammy hat ja seine Show jetzt Yo Sam TV Raps, da hat er auch schon ein paar Songs zum Besten gegeben. Und ich habe ihn vor ein paar Wochen oder Monaten noch als Support-Act gesehen von Madness und Döll. Und John Known hat bis dato 2 EPs rausgebracht. Die erste mit Fico Brasilovic. Genauso wie man sich vorstellt, ne? Fico Beats. Geht da auf die Bühne als Support und fängt an, diese, wie du jetzt, ne, 90er-Keulen, hast du gerade gesagt, so abzufeuern und zu rappen, und das ist ein Rapper vor dem Herrn. Und dann, weil die... Gut. Du kennst ihn. Also, ich kenne ihn, ich kenne auch sein das Figo-Album oder ein EP oder was das ist. Aber es ist ein, also in dem Sinne war es ein klassischer Rapper und ein sehr guter Rapper, meiner Meinung nach.
Aber auf der zweiten EP passiert ja was komplett anderes. Da ist ja dann Yunus produziert und dann geht's in diese leicht wabige, autotunige Sphäre und dann wird's richtig, da würde ich sagen, der Trap, der in den Charts ist oder der gerade vollkommen ist, der ist da noch massentauglich im Vergleich zu. Und das hat er auch gespielt. Und auf dem Punkt war das Publikum so verwirrt und wusste gar nicht mehr, was sie mit ihm anfangen sollen. Aber warum darf er denn nicht beides feiern und machen? Kann er ja auch. Also er spricht ja nichts dagegen. Also er muss ja selber wissen, auf was er Lust hat. Er muss ja eigentlich auf seine Fans, jeder Rapper... Muss er auf seine Fans achten? Nee, muss auf seine Fans scheißen, wollte ich sagen. Also letztens geht es ja nur um mich. Wäre ich jetzt Rapper, geht es nur um mich. Ich muss das, was ich mag. Ja. Entweder habe ich eine Fanbase, die besteht nur aus mir und meinem Spiegel. Bild oder ich habe da tausende von Leute so. Letzten Endes springt einer mit auf den Zug oder nicht. Also das ist vielleicht dann auch so eine Persönlichkeitssache. Das ist aber auch schon der erste Weg, seine Persönlichkeit zu finden und nicht irgendwie nur so einem Zeitgeist zu entsprechen. Da werden wir noch extremer bei der Popmusik, wenn ich so eine eierlosen, austauschbaren Künstler, die sagen, ich mache jetzt irgendwelche Beats, damit kann ich Geld verdienen. Mal sehen, was nächstes Jahr Trend ist. Aber da bewegt sich das so langsam, da bewegt sich das bei vielen Leuten hin. Wo ich behaupte, dass dieses Stilmittel, hatte ich vorhin einmal kurz angesprochen, es wird von vielen Leuten einfach nur dieses Stilmittel genommen, gerade wenn das aus der Industrie der Popularmusik kommt, da greift man sich dieses Stilmittel raus, auch wenn man sagt, früher wurden Leute gecastet, heute werden aber auch Leute, heute geht es auch bei vielen Leuten auch ums nackte Überleben. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und gesagt, so, ich muss mich dem Zeitgeist einfach stellen. Und macht man deshalb Werbung anpassen. Für Rügenwalder oder was? Oder für die Bahn? Also Rügenwalder, nee, ich passe mich einfach dem Musikzeitgeschehen an, deswegen klingt ja alles gleich. Also ein John Noone klingt wie irgendwelche Sachen, die von Daily Concept kommen oder von, keine Ahnung, also es gibt tausende Sachen, also es klingt alles ziemlich ähnlich. Ob das nun diese Mainstream-Trap-Geschichten sind, die ja sich auch, ich sag mal, Rockmusik klingt bei Fallen, viele moderne Sachen klingen alle ähnlich, da brauchen wir uns nichts vormachen. Viele Trap-Sachen, die klingen alle ähnlich, weil man irgendwie so einem Zeitgeist entspricht, Rap-Musik klingt ähnlich. Da fehlt von mir auch so ein bisschen der Individualismus ab und zu. Und was ich vorhin sagte, dieser Individualismus, der fehlt mir einfach, weil das sehr, sehr ober, sehr vieles, dieses Stilmittel einfach genommen wird, Stilmittel Rap. Weil wir, mit Rap lässt sich viel Geld verdienen, schon sehr lange. Und dann machen wir das so. Und dann kennt man keinen Freund und Feind. Man hat Freunde, man hat Berater, man hat Manager, man hat Plattenfirmen, man hat A&Rs. Und man versucht sich in diesem Dschungel zu bewegen und man macht die Sachen. Und am Ende wird es auch noch als Hip-Hop verkauft, obwohl man sich einfach nur dieses Stilmittel des Hip-Hops bedient hat, meiner Meinung nach. Hip-Hop wird sehr oft abgewertet, indem man einfach nur dieses Stilmittel nimmt. Wenn man sagt, Rap muss nicht das Stilmittel Rap oder die Leute, die Rap machen, müssen sich... Ich würde das aber gerne mal irgendwie, ich brauche mal irgendwas vor meinem inneren Auge, weil ich überlege gerade auch. Ich höre jetzt einfach nur, irgendjemand schnappt sich Hip-Hop einfach so als Deckmantel oder so oder nutzt ihn für sich aus. Aber wer macht das denn? Also, ich habe niemanden gerade im Kopf. Also, ihr habt doch vorhin selber gesagt, dass es sehr viele Rapper gibt, denen es nur um ihren Rap geht. Die scheren sich, wollen wir es nicht beleidigen, der Kultur gegenüber werden, aber die sagen, Breakdance, Graffiti, es geht uns nichts an, will ich nichts mit zu tun haben. Ja, aber das ist doch auch eine Sache, Ich finde Rap einfach gut. Ja. So, und dann zu sagen, ich rap einfach. So, ja. Alles andere, die Kultur an sich interessiert mich nicht. Damit habe ich nichts am Hut, wachse ich nicht auf, aber ich werde vom Rap beeinflusst, also rappe. So, dann wäre ich ein großer Fan davon, wenn man es Rap nennt und nicht Hip-Hop. So. Aber das ist doch schon mittlerweile, das ist eine Diskussion. Warum nennt man es Hip-Hop? Ich meine, also sag ganz ehrlich, ehrliche Frage, warum nennt man es Hip-Hop? Warum nennt man Rap Hip-Hop, wenn es nur Rap ist? Weil es einfach irgendwann in der Gesellschaft so gesagt wurde. Da wurde dann nicht großartig darauf geachtet, welche Elemente. Also da wurde nicht zwischen Rap und Hip-Hop unterschieden. Das ist dann einfach so. Ja, und was auch so? Verliert es an Wert. Es wurde halt irgendwann Hip-Hop-Musik gesagt und Hip-Hop-Musik wurde zu Hip-Hop und. Das sind doch die Hopper. So Rap, man hat doch auch früher immer gesagt, die verkauft. Ist das denn nicht oberflächlich? Am besten. Ist das denn nicht oberflächlich, zu sehr oberflächlich betrachtet? Ich glaube, das ist einfach nur, dass mittlerweile wird da nicht mehr so genau geschaut, wie man es jetzt Rap nennt oder ob man es Hip-Hop nennt. Es ist, glaube ich, in erster Linie immer die Musikrichtung gemeint, weil das einfach mit
großen Abstand die größte, das größte dieser vier Elemente ist. Ja, Rap so, lässt sich zum Beispiel auch nicht, meiner Meinung nach. Nee, aber in der öffentlichen Wahrnehmung. In der öffentlichen Wahrnehmung. Nee, auch nicht. Das ist das Ding, warum Rap-Hip-Hop in allen Plattenläden und in allen Streaming-Portalen steht. Rap und Hip-Hop wird immer miteinander verbunden, weil es für die meisten das Gleiche ist. In der Öffentlichkeit. Aber keine Ahnung, wer redet denn über Moses? Also in der Öffentlichkeit. Darüber reden. Viele. Ne? Also darüber reden und öffentliche Wahrnehmung hatte ich letzte Woche auch ein Gespräch. Meiner Meinung, sieht jeder anders, aber die öffentliche Wahrnehmung, glaube ich, gibt es was ganz anderes, was weitaus zigmal mehr öffentliche Wahrnehmung hat als Rapmusik. Ja, aber. Und das ist Graffiti. Aber das ist auch so eine Sache, ich meine, sowas wie. Direkten Relation so jemand wie Blade, ein Sprüher, der selbst ernannte King of Trains, glaube ich, also hieß ein Buch von ihm, hat auch gesagt, dass seine Kunst nie etwas mit Hip-Hop zu tun hatte. Das ist ja dann seine Einstellung auch. So. Ja, und aber wenn warum ein Rapper, warum darf ein Rapper so eine Einstellung nicht haben, aber ein Sprüher schon? Andersrum würde ich ja sagen, ich persönlich, das ist ja Blade seine Meinung, meine Kunst hat nichts mit Hip-Hop zu tun, sag ich wiederum, Graffiti ist keine Kunst. So, jetzt könnte man mich jetzt direkt fragen, warum es für dich keine Kunst ist. Ich würde dann Blade wiederum fragen, warum ist für deine Kunst, warum ist deine Kunst kein Hip-Hop? Für mich ist Graffiti halt keine Kunst und für mich ist Rap auch keine Kunst. Aber die öffentliche Wertest du damit Warnung, nicht irgendwie die ganze Kultur ein Stück ab? Weil es ist ja eine schaffende und kunstschaffende und eine kreative Kultur vor allen Dingen. Und kreativ und Kunst geht ja irgendwie immer ineinander. Ich hab für mich eine eigene Definition gefunden. Vielleicht bin ich dann auch in der. Für mich der auch Welt, eine. Ich glaube, jeder hat für sich eine eigene Definition. Von das Wort Kunst findet bei mir auch statt. Aber für mich ist es eher etwas Kunstvolles, ja. Aber in erster Linie keine Kunst. Aber auch all diese Rapper, die ihr meint, die haben ja nie auf die Werte von damals, die damaligen Werte, geschissen, sondern sie einfach schlichtweg ignoriert. Ja, das ist doch das Gleiche. Nee, finde ich nicht. Ob du sie nicht erwähnst oder darauf scheißt, ist ja eigentlich genau das. Warum muss man denn unbedingt deutlich machen, dass man Breakdance und Graffiti und alles Mögliche feiert? Wenn du ein Künstler bist und ein Album machst, oder mal auch 10 Alben, und du hast in den 10 Alben, sagen wir mal pro Album 12 Songs, und in jedem oder sagen wir mal 90% dieser Songs geht es immer um das Gleiche. Kann man denn nicht einfach mal, wenn man sagt, man hat dieser Scheißkultur so viel zu verdanken, schon dass ich jetzt Scheiße gesagt habe, weil man so erfolgreich ist, kann man dann nicht zumindest irgendwo in einem 16er mal vielleicht etwas erwähnen wie, ey, Hip-Hop, danke, dank den, ne, denen, die vor mir waren, Respect the Architects, danke den Pionieren. Man kann das doch auf viel subtilere Art und Weise machen. Oder so. Wenn es irgendwo ein Beispiel gibt, dann lass ich mich auf jeden Fall ein 22-jähriger Rin hat ja irgendwie, oder wie alt ist er mittlerweile, 23? 23 müsste er sein, ja. 23 ist er, der ist nochmal jünger als ich ein paar Jahre, das ist, ne, ja. Und der ist ja nochmal mit einem ganz anderen Hip-Hop aufgewachsen. Und der hat auf seiner Genesis-EP hat er dann Songs, die er 50 Cent nennt, weil das sind für ihn die größten Einflüsse gewesen. Ja, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du die Musik von Rin hörst, dann werdet ihr beiden auf jeden Fall die ersten beiden Personen, die mir einfallen würden, die da richtig schön drüber abledern. Oder ja. UFO, der sein kommendes Album 808 nennt, oder 808, wie er sagt, was ja auch ein extrem wichtiger Punkt ist in der Hip-Hop-Kultur oder in der Rap-Kultur, die 808. Immer mal wieder, ja. Kommt auf einmal. Wahrscheinlich ist es für ihn, halt würde ich sagen, dass er vielleicht eher das auf dem Trap-Film abfeiert und nicht eher den Elektro-Funk aus den 80ern. Aber er hat ja früher auch Boom Bap gemacht. Ne? Und auch der hat seine Dues gepaid als Sprayer in Berlin. So. Dann wunderbar, das ist unser Man. Genau. Darum geht's uns. Dann ist alles cool. Dann hat er auch gar kein Problem damit. Aber er würde sich trotzdem in jedem Interview hinstellen und sagen, Hip-Hop-Kultur brauche ich nicht. Ja. So. Ist dann sein Kosmos, den er so lebt. So, ne? Ja. Aber wir sehen uns, oder ich sehe mich persönlich auch immer so ein bisschen als es gibt die Werte der Hip-Hop-Kultur und die sollte man auch irgendwo bewahren. Und man sollte auch nicht, dass man sagt, wir müssen das keiner zwängt ja mir auf irgendwas zu essen, was ich nicht mag. Aber trotzdem sollte man schon sich. Mama hat mir trotzdem früher die Teller auf den Tisch gekloppt und gesagt, ist das, was anderes gibt's nicht. Ja, da sind wir heute zum Glück nicht mehr. Da warst du ja noch klein, heute bist du ein Mann. Aber es wäre traurig, wenn man, wie gesagt, weiß nicht, ob man das was so benennt. Ich sehe mich gerne auch so als Geschichtslehrer. Der sagt so, es
soll man, gibt es nur, ist Hip-Hop nur, ist Hip-Hop, Hip-Hop gesehen, hat es nur eine Länge von einem Meter und wenn Hip-Hop länger als ein Meter wird in die Zukunft gesehen, dann muss hinten abgeschnitten werden. Also es sind diese zwei Wörter, wo man spricht, das Hip-Hop verändert sich ständig, ne? Ja. Da wird darüber immer gesprochen, so, ne? Für mich persönlich erstmal grundlagentechnisch das völlig falsche Wort. So. Man sagt, wenn man von Veränderung spricht, bildlich gesprochen wieder irgendwie Ehepaar, 30 Jahre verheiratet, der Alte knallt eine junge 20-Jährige, was macht sie? Sie lässt sich scheiden und die lange Mähne lässt sie sich abschneiden, kurze Haare und sagt, ich muss den Alten loswerden, aus dem Kopf verbannen und als nach außen hin als sichtbares Ding habe ich jetzt kurze Haare. So. Und das ist, da kann man von Veränderung sprechen. Hip-Hop verändert sich nicht, in erster Linie Hip-Hop erweitert sich. Ja, klar. Das, ja? Und in diesem Erweiterungsprozess gibt es natürlich auch Veränderungen. Das sollte immer ganz klar sein. Ich glaube, dass viele Leute, weiß ich, viele sagen mal, ja, das ist ja auch so, höre ich denn die Leute immer reden. Ja, ist es eine Erweiterung? Ja, dann redet doch vielleicht mal von einer Erweiterung. So, dass man sagt, es ist ganz viel, immer viele Gespräche, ganz viele Interviews, so viele Interviews oder so führen wir nicht. Immer, man hört sehr viele Podcasts und man hört das. Und da wird immer nur von Veränderungen geredet. Und das hat immer so einen bitteren Beigeschmack, dass man sagt so, scheiß auf diese alten Werte. Das geht um die Neuzeit. So, und da fühle ich mich als persönlich betroffen. Ne? Man sagt so, da sind wir nämlich wieder am Anfang. Weil ich kann mit Fug und Recht behaupten, auch wenn ich nicht in der South Bronx aufgewachsen bin, ich bin am Rande der Gesellschaft aufgewachsen. Für mich war Hip-Hop ein ganz wichtiger Aspekt für mein Schaffen und mein Dasein. Und wenn jetzt jemand von Veränderung spricht und sagt, diese alten Werte von Hip-Hop interessieren ja auch keinen mehr und sind gar nicht mehr so wichtig für den heutigen Hip-Hop, hat einen anderen Stellenwert, auch weltweit populartechnisch gesehen, da würde ich persönlich angegriffen, oh, dann sind wir wieder wie vor 35 Jahren, da schneidet man mich ab und ich bin wieder am Rande der Gesellschaft. Aber das hat man ja immer noch, diese Haltung, so von wegen, wir sind Hip-Hop, ihr nicht, und wenn ihr an unseren Hip-Hop ran wollt, dann habt ihr ein Problem mit uns. Das ist, passiert ja häufig, wenn sich im TV zum Beispiel über Rap oder über die Kultur im Allgemeinen lustig gemacht wird, wenn sie dann auf einmal Flavor Flays mäßig eine Ikea-Uhr um den Hals hängen haben und so eine Scheiße, wenn Joko und Klaas sich darüber lustig machen. So, ne? Dann, oder wenn Jan Böhmermann was macht, dann bekommen ganz viele ganz schnell Bauchweh und schauen ihn ganz genau auf die Finger. So, das ist für mich auch Hip-Hop. So, aber ich bin relativ behütet in einem kleinen Dörfchen groß geworden, so, nicht am Rande der Gesellschaft. Also ich habe damit kein Problem, mich damit genauso zu identifizieren. Man muss sich nicht, was heißt das, identifizieren, aber man sollte vielleicht gucken, wo es herkommt. Und schon, auch wenn es eigentlich richtig interessiert, dass man schon den guckt, wo, aus was Hip-Hop eigentlich besteht, ob das wie viel Wert das für einen persönlich hat und wie der Stellenwert des Einzelnen da ist. Ich glaube, das spielt erstmal keine große Geige. Ausgangslage, mit der jeder da rangeht, ist ja immer unterschiedlich und dadurch definierst du es für dich ja auch immer anders und deswegen kannst du nicht voraussetzen, dass jeder das irgendwo gleich auf dasselbe zurückbesinnt und das gleich für sich interpretiert. So, das ist der Punkt. Es gibt vielleicht diese vier Elemente, aber jemand, der irgendwie damit nichts am Hut hat in der Art, wie er aufwächst und wie er damit sozialisiert wird, dem kannst du ja nicht aufzwingen zu sagen, okay, ich appreciate this, weil das gibt es, aber ich habe damit nichts am Hut und ich sage nur, dass es okay ist, damit die anderen nicht mehr meckern. Dann würdest du ja irgendwo gegen dich selber arbeiten. Also man müsste so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Man müsste denen sagen, okay, du feierst XY, du feierst das ist dein Hip-Hop-Kosmos, aber schau mal. Guck mal, es gibt auch noch das links und rechts. Vielleicht ist das auch was für dich. Ja, und wenn du sagst, okay. Und wenn das cool für den ist, ist es in Ordnung. Wenn nicht, wenn er es nicht feiert, okay, dann feiert er seinen Film weiter. Aber ich finde, zumindest sollte jeder einmal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und nicht immer das, was in den Charts, weil wir ja auch oft immer sehr von den Chartplatzierungen. Aber ist es nicht genau das, was wir gerade von euch fordern, über den Tellerrand hinausschauen? Es geht nicht, weil für uns ist es sehr, sehr schwer, weil wir können nur schwarz und weiß. Wir können nicht Pete Rock, Marley Marl, DJ Premier und Migos. Das passt für uns einfach nicht zusammen. Das ist einfach. Aber warum passt das denn nicht zusammen? Weil die Migos haben wahrscheinlich angefangen zu rappen, weil sie genau diese Dinge irgendwann mal gefeiert haben. Oder sie sind ein bisschen jünger, wahrscheinlich sind sie mit Jay-Z und so weiter groß geworden. Weil deren aktueller Sound einfach für uns nicht kompatibel ist. Sammy ist doch auch mit alten, was ich vorhin schon gesagt habe, Sammy ist doch auch mit einem Sound groß geworden, ne, den ihr feiert, aber hat ihn dann für sich neu interpretiert und habe neue Sachen daraus gemacht. Und das nochmal 20 Jahre weitergedacht, ergibt quasi das momentane Bild. Ist für uns einfach keine Weiterentwicklung. So. Ja, für unseren Kosmos. Aber schaut vielerlei, wird ja jetzt gerade gesagt, dass es Rap so gut geht wie noch nie. Weil die Bandbreite
diese Musikrichtung so fassbar groß ist. Jeder hat etwas davon. So. Und ich meine, ihr könnt euch ja nicht beschweren, weil Boom Bap lebt genauso weiter und ist auch immer größer geworden. Genau. Ne? Also die Boom Bap-Szene ist riesengroß. Also warum sollte man sich dann, wenn man über den Tellerrand schaut, sich da über das Nachbaressen beschweren? So? Wenn du also im gleichen Restaurant sitzt. Ich glaube schon. Du hast auch deine Auswahl auf der Karte gemacht. Ja, natürlich. Aber ich glaube schon, dass... gutes Beispiel. Ich würde mal behaupten, also jetzt vielleicht nicht so über den Tellerrand schauen, dass wir sagen, ich gehe jetzt in jedes Restaurant, guck mir da die Karten an und gucken, was da zu essen gibt. Nur um dein Nachbaressen. Und das, ne, aber man guckt da automatisch aufs Nachbaressen und was da passiert. Und dann wird man aber am Ende immer wieder sagen so, also nicht aus Bequemlichkeit, aber ich glaube, ich bleibe beim Döner. Das ist das, was mir wirklich am besten schmeckt. So. Und wir haben und den Respekt, glaube, wenn man sich für die anderen über. Das ist ja der entscheidende Punkt. Sorry, Base, wenn ich ganz kurz crashe. Wenn wir jetzt die Storys hören von Künstler XY, okay, der hat früher das irgendwie, keine Ahnung, gefeiert, den Boom-Bap-Sound, respektiert die Architekten, dann ist das für uns cool. Dann ist das nicht so, dass wir den haten. Was wir aber haten ist, wenn die Leute einfach ignorant sind und ihnen das vollkommen scheißegal ist. Du meinst aber zum Beispiel jemand wie Lil Yachty, so, der sich da hinsetzt und sagt, ist mir egal, was Biggie gemacht hat. Oder genau, so. Oder ich bin besser als Tupac oder so. Das ist einfach respektlos und ignorant. Das ist der einzige Punkt. Wenn die Crew wie Migos kommt und sagt, ey Jungs, ihr macht voll den geilen Sound und wir haben das früher auch gefeiert, aber jetzt machen wir halt den Sound. Dann ist das für uns cool. Dann heißt das nicht, dass wir die trotzdem haten. Wir mögen nur nicht einfach diesen aktuellen Sound, den das sie halt machen. Wir würden sie aber respektieren. Aber ich sag dir, bestimmt, in ganz vielen Fällen würden die Jungs uns nicht respektieren, weil sie sagen, was wollt ihr denn? Wir kennen euch nicht, wir haben nicht den Sound, den ihr feiert, damals mitbekommen, was wollt ihr? Das sind jetzt unsere Regeln. Und diese das sind unsere Regeleinstellungen. Das ist das, was uns halt gehörig auf den Sack geht. Dieses per se über einen Kamm scheren und dann erst nachgeben, wenn man vom Gegenteil überzeugt wird und mitbekommt, okay, aber er hat ja doch Dues gepaid, dann haten wir ihn jetzt doch nicht mehr. Ja, aber anders geht's ja nicht. Du kannst diggen und jeden einzelnen Künstler. Man muss jeden individuell betrachten, aber man kann nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, dass Trap theoretisch komplett ja, gegen. Aber die Musik Rap-Grip an für ist. Sich, wenn ich mir jetzt einen neuen Migos-Song anhöre, dann feiere ich den halt nicht. Und was soll ich da noch diggen? Ich weiß nicht, weil jeder Song von denen klingt für mich einfach gleich. Dann gibt dir Mystic Styles an, das ist stilistisch so nah daran. So, wenn du dir jetzt irgendwie Mystic Styles anhörst, so. Ja, aber das hat kein Soul, das ist ja das, ja, das, ist genau. Ja das Grundproblem. Aber das hat für uns einfach kein Soul, das aber hat für andere halt Leute ein Soul. In Memphis war dann halt meinetwegen andere musikalische Sozialisation für die Leute da, die dann Hip-Hop gemacht haben. Und nur weil der Soul fehlt, war ja das, was Triple Six gemacht haben, durchaus irgendwie schon verbunden mit den Hip-Hop-Werten. So. Und da fehlt dann der Soul und deswegen ist es direkt out of bounds. Das ist doch ja... Ja, für unser Schwarz- und Weiß-Geschmack. Ja, aber so kann man ja nicht, so kann man ja keine Diskussion führen. Naja, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Migos... Was ist, also, wie es ist? Wenn wir jetzt wieder, vielleicht bin ich auch der Falsche für diese Runde. Nico, du hast mich überhaupt eingeladen. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, Bowser ist ja auch ein aktuelles Thema, vielleicht in Deutschland so als Zweifelsohne. Rappt er eigentlich? Weiß ich gar nicht, ist das Rap? Rappt. Ja, der rappt. Ist das Rap? Immer die Songs, die ich kenne, das ist eher so ein Sing-Sang. Aber du musst besser recherchieren. Ja, das ist halt so ein Sing-Sang. Das ist der größte Punkt, warum wir überhaupt sitzen, dass ihr mehr recherchieren müsst. Nein. Ihr müsst doch üben. Nee, ey, Digga, da digge ich lieber zurück. Noch durch nehm meine Soul- und Funk-Archive. Ich habe ja nicht umsonst Bowser genannt, weil Bowser ist ja dann schon ein Bestandteil, zumindest scheint es so, als wäre ein Teil der, ich hate jetzt mal nicht, soll man Hip-Hop sagen oder soll man nur Rap sagen, er ist ja dann doch ein Teil der Hip-Hop, des Hip-Hop-Kosmoses in Deutschland. Wo man sich sagt, da ist Bowser, da sind irgendwelche Boom-Bap-Fanatics, irgendwie wie wir vielleicht oder andere Retro-Gods irgendwie oder die jetzt vielleicht auch Fame haben auf ihre Art und Weise, hat ja beides Daseinsberechtigung und beides ist auf einem technisch versierten, vielleicht auch guten Level, vielleicht auch jetzt produktionstechnisch gesehen, inhaltlich sind mir keine Texte so geläufig, aber sag mal, es ist schon auf einem sehr hohen Niveau. Bowser ist auf einem hohen Niveau, Retro-God ist auf einem hohen Niveau. Aber trotzdem die Wahrnehmung aus der die Popularmusik, die das betrachtet, oder die Hörer, die das betrachten, sehen, würden das nicht auf einem Level sehen. Also von außen betrachtet. Haben wir unseren Hip-Hop-Kosmos, unseren Kreis, wo sich alles drin bewegt, von außen betrachtet. Wer hat da, wenn ihr sagt, das hat beides, ich würde jetzt mal behaupten, beides hat einen ähnlich hohen Stellenwert. Weil wir ja auch wollen, dass sich alles parallel bewegt. Vom kulturellen Anspruch her. Vom kulturellen Anspruch. Bewegt sich eigentlich das parallel auf gleichem Niveau.
Aber von außen betrachtet ist ein Retro-Gott so eine kleine Nullnummer und Bowser ein ziemlich gehypter, dicker Act. So. Das ist dann auch mal so eine Sache. Ja, aber das ist ja quasi auch aus Versehen passiert. Also der Song kam raus, ist glaube ich auf die 55 oder so eingestiegen und auf einmal war er auf der 1 und war da nicht mehr wegzubekommen, aber es wurde jetzt nicht forciert oder so. Es hat einfach irgendwie Glück, dass das so ein 90er Boyband Sample da drin ist, das irgendwie wahrscheinlich bei vielen Leuten eine Melodie, die damals schon gut funktioniert hat und jetzt immer noch gut funktioniert. Das sind nämlich diese Werkzeuge, die in der Popularmusik, es werden immer wieder diese Werkzeuge ausgepackt, genau wie 187 Straßenbande, die nur mit Koks, Drogen, Noten und so in den Videos protzen, aber eigentlich weichgespülte Musik machen, weil bei den Kids bleibt erstmal die Musik hängen, bleiben schöne Bilder hängen, dann kommen die Knarren auch noch dazu, die werden dann auch noch hingenommen. Was ist Dancehall denn weichgespülte Musik? Also zum wenn du die Kultur hinterm Dancehall siehst. Naja, da interessiert sich ja auch keiner für die Dancehall-Kultur an sich. Die hören ja nur die Mellow Vibes. Ja, also wollen wir sagen, das ist ja kein brutaler, harter Sound, der Dancehall oder Reggae-Sound. Ja, Reggae nicht. Dancehall hat durchaus schon seinen Attack. Da kannst du schon. Ja, ne, aber so was in den Charts läuft, würde ich sagen, das ist ja sehr geschmeidig und charttauglich. Pop-Chart-tauglich. So. 187 charttauglich. Auf jeden Fall. Also vielleicht nicht vom Inhalt her, aber von der musikalischen Richtung. Palm aus Plastik, das ist doch einer der... Auch nur die Dinger, ja, ich rede jetzt aber eher so von Sampler 4 zum Beispiel, der ja auch auf die 1 gegangen ist. Ja, aber irgendwie davor Sampler 4 gab es Palm aus Plastik zum Beispiel. Wenn ja, aber davor... Davor haben wir uns an My Adidas oder Versace festgehalten. Jetzt halten wir uns an Palm aus Plastik fest, mal als Beispiel, nicht an Sampler 4, wo schon sehr brutale Dinger kommen. Ja, aber High und Hungrig 2 kam vor Palm aus Plastik zum Beispiel, hat auch komplett abgeräumt. Palm aus Plastik ist ja auch durchaus brutal, es klingt nur nicht so brutal. Ja, wenn ich gerade an diesen Jizzes-Part in Murder denke, der ist alles andere als. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschrap mehr als je zuvor akzeptiert ist in den Charts und wirklich alles auf Platz 1 gehen kann mittlerweile. Sagen, wir sehen das schon an hier Bowser, habt ihr ja gerade erwähnt. Und wenn Bowser auf 1 gehen kann, dann kann theoretisch meiner Meinung nach alles auf 1 gehen. Ja. Und sogar Schnieschner Schnappi, das Krokodil war auf der 1. Und selbst da dachten wir, geht es die Welt unter oder warum kommt jetzt so ein Song auf die 1? Also. Ja, Charts sind ja eigentlich sowieso. Das hat ja nichts mit der, ne, wo wir wieder an dem Punkt sind, meiner Meinung nach nichts mit Qualität zu tun. Aber wie geht's euch beiden denn, wenn ihr mal auf das Splash-Line-Up guckt, zum Beispiel von diesem Jahr, falls ihr das überhaupt schon gesehen habt? Wir gucken uns das kurz an und dann gucken wir lieber auf das Hip-Hop-Camp-Line-Up. Das ist nämlich, schon geiler. Das ist nämlich Evidence wurde da schon gelistet und das war schon mal ganz gut. Weil ich verfolge das ganz gerne so in den Facebook-Kommentaren, was ja auch irgendwie dann letztendlich der Aufhänger ist, warum wir hier sitzen, Facebook-Kommentare. Da gibt es dann zwei Richtungen eigentlich der Kommentare, wenn das Splash sein Line-Up verkündet oder Erweiterung verkündet. Die eine Hälfte freut sich wahnsinnig, das sind meist jüngere, glaube ich, die eine Hälfte freut sich wahnsinnig über die Ex, die andere mault. Mault aber richtig. So, das ist doch, was hat doch nichts mehr mit Hip-Hop zu tun, ne? Genau der Aufhänger, warum wir hier sitzen. Ja. Ne, wenn da, keine Ahnung, eine Bestätigung kommt, dass Casper gebucht ist oder dass. Das ist ja dieser unfassbar unangenehme Moment, als er als Headliner. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Aber ist das dann nicht einfach der ich Industrie? Ich habe das Line-Up mal durchgegangen. Ist das so dieser Industrie schuldig, wird da der Industrie und diesem Wirtschaftlichkeitsfaktor Schuldigkeit irgendwie. Das sind, ich glaube, 19-jährige Newcomer, die Deutschland nicht funktionieren oder nicht so aber gut funktionieren wie andere. Worauf ich hinaus wollte, ich habe mir das Line-Up angeguckt und von diesen, ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf, aber ich glaube rund ein Fünftel oder waren es irgendwie ein Siebtel oder so, davon ist auf jeden Fall klar, also glasklar Boom-Bap zuordnen. So, rund ein Fünftel von diesen 40 Acts oder so, die bis jetzt bestätigt sind. Und das ist eigentlich, wenn man Boom-Bap ist ja nur eine kleine Stilrichtung, die Rap beinhaltet. Ne, und das sind ja mehr als 5, würde ich mal behaupten, einfach. Weil man das wirklich so auseinandersezieren möchte. Auf welcher Bühne dann diese Genres stattfinden? Ne, die finden auf jeder Bühne statt. Die finden auf den kleinen Bühnen statt, die finden aber auf den großen Bühnen statt. So ein Sammy, ne, wenn der jetzt gebucht wäre. Sammy wahrscheinlich, der kriegt seine große Bühne so. Genau, auch wenn Sammy keinen Boom-Bap-Sound mehr macht. Aber J. Cole zum Beispiel tritt auf. J. Cole zum Beispiel. Ne, ja. Der ist da. Und warum beschwert man sich denn dann? Nur weil die alten Hasen nicht mehr auftreten und man sich mit den neuen Sachen nicht befassen möchte, weil es gibt genug Sachen, die nachkommen, die man mag. Wer beschwert sich erst? Ich meine, wir sind ja auch schon zwei alte Säcke, so, ne? Also das
die Zielgruppe auf dem Wir haben vorhin gesagt, wir haben das aber Internet. Die Zielgruppe ihr ist könnt ja, euch alles anhören innerhalb von 2 Sekunden. Die Zielgruppe ist ja ganz eindeutig irgendwas bei euch so angesiedelt. Irgendwas Anfang 20, runter 2-3 Jahre, rauf 2-3 Jahre, oder? Du kannst ja gerne mitkommen und gucken, ob Dosenstechen was für dich ist. So. Na, ich trinke keinen Alkohol, ich habe die alte Zulu-Nation-Kultur. Ich muss ja arbeiten. Du musst ja auch beachten, wir haben halt weniger Zeit. Ne? Ihr habt ein bisschen mehr Freiheiten als wir. Und ich sag für mich ganz ehrlich, persönlich, bevor ich mir das neue Bowser-Album reinziehe, digge ich einfach nochmal 10, 20er Stack mit alten Songs. Aber dann bitte tu mir auch den Gefallen und red nicht über Bowser. Na, ihr habt ja Bowser. Oder hier, Bass doch so Bowser. Ich hab Bowser. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Ist jetzt nur ein das ist Beispiel. Punkt, ne? Dass Bowser gerne steht stellvertretend für alle. Ich kenne ein paar Bowser-Songs, kann sie also jetzt nicht betiteln, aber ich hör den ab und zu. Ich dicke ja sehr viel für meine eigene Sendung auf YouTube und da läuft der mir auch öfter mal über den Weg. Ja, der läuft über den Weg, aber du sagst nicht Hallo, weil ich höre ja auch in die Love-and-Hate-Folgen rein. So. Und dann höre ich immer nur, wie ihr über Leute redet, mit denen ihr euch offensichtlich nicht befasst habt, die ihr aber scheiße findet. So, dann bevor ihr jemanden scheiße findet, befasst euch bitte mit dem. Aber das ist doch ein Fall. Leuten, die wir lieben. So. Ja, aber das ist ja ein Vibe. Das ist auch wichtig. Also, wenn man sich jetzt, wie weit muss man sich extrem mit jemandem befassen? Das ist doch ähnlich, so weit, wenn ihr sagt, um sicher zu gehen, dass du den scheiße findest. Da langt ja manchmal 1-2 Songs. Ja, das dauert nicht lange. Bei unserem Schwarz-Weiß-Geschmack ist das einfach sehr schnell. Stell dir vor, jemand lernt Eminem kennen, der viele schwache Songs in seiner Karriere abgeliefert hat und sagt, Eminem ist scheiße, warum ist sie überhaupt so bekannt? Ja, Eminem haben wir ja in unserer letzten Folge so ein bisschen durch den Mangel genommen, weil wir so ein bisschen enttäuscht waren von seinem Album. Eigentlich hätten wir ein bisschen mehr erwartet. Enttäuscht ist gar kein Ausdruck. Schon eine Frechheit. Aber der leidet ja einfach seit einem guten Jahrzehnt an unfassbarer Geschmacklosigkeit. Und früher war er ja auch nicht immer geschmackssicher. Aber einen schlechten Berater wahrscheinlich. Aber ein anderes Thema. Aber. Ja, aber wisst ihr so, es ist doch immer ein Momentum. So. Wenn ihr jemanden, ich bleib jetzt einfach mal da einfach halt bei Bowser, wenn ihr den auf dem falschen Fuß erwischt, was bei Was du Liebe nennst ziemlich einfach ist, weil das überall war, so, ist das dann seine Schuld oder eure Schuld? Ich glaube, gar keiner hat Schuld. Bei uns ist einfach so, dass wir ganz andere Prioritäten haben. Wir gehen auch schon so an die Sache ran, dass wir es uns gar nicht anhören, weil wir schon im Vorfeld wissen, zu 99%, ey, hier ist ein neuer Künstler, und der ist Nummer 1 in den Charts, dann heißt das für uns schon, ey, das lohnt sich gar nicht, das anzuhören, weil der Sound, den wir feiern, den gibt's nicht auf der Nummer 1 in den Charts. Aber das ist der Unterschied, glaube ich, zu vielen in so einer jungen Generation, weil da ist noch eine viel argere Offenheit, auch sich damit zu beschäftigen und sich auch mehr damit zu beschäftigen. Es ist auch sehr und dann gut zu urteilen. Das sollen sie auch. Wenn jemand jetzt meinetwegen sagt, keine Ahnung, Pete Rock ist wack, so, erstmal. Ja, wir können ja bei schwierige wir können These, ja, aber ja, dann würde ich von vielen jungen Leuten, der explizit was dazu sagt, würde ich eher davon ausgehen, dass er sich intensiver damit beschäftigt hat, als ich das bei vielen Oldheads, die quasi direkt in die junge Richtung generalisieren, pesten, so empfinde. Ja, klar. Eigentlich dürften wir gar nicht über 90er Boom-Bap reden, wenn man jetzt mit Pete Rock oder so um die Ecke kommt. Wir müssten ja nicht, weil wir alt sind. Nee, wenn wir jetzt über Bowser und Co. reden oder so, müssten wir ja zeitgleich über den zweiten Mainstream reden. Also es gibt ja einen Independent Mainstream, der ja stattfindet. Also du hast ja gesagt, das ist ja die Independent Boom-Bap-Szene ist eine sehr florierende Szene und ist sehr groß. So, und sei es nun, ich sage jetzt mal so, angeführt von Figub. Also irgendwo habe ich es auch immer durchläuten hören, dass Figub auch nicht abgelehnt wäre, irgendwie vielleicht in der anderen Mainstream-Sparte, die so mit, die durch Trap und Straßenrap bedient werden. Es gibt auch Boom-Bap-Hits. Doch auch so Dies, Das zum Beispiel von Dexter, das ist doch auch ein übergreifender Hit gewesen. Oder Fat Tony, der auch große Hits oder große Erfolge feiert für das seine die Frage, wie weit geht Boom-Bap? Also, oder wo sind die, ist das, klar, da gibt es dann Schnittmengen, wo man sich wiederfindet und sei es nur Boom-Bap, wie es der Begriff ja schon sagt, ne? ein hartes Drumset, ne? Harte Bassdrum, schmetternde Snare, so, wenn man es jetzt so ganz pauschalisiert, so diese klassische, also wenn man jetzt ein poppigeren Sound hört, da sitzt dann irgendwie doch noch einer, ein Exekutivproducer, sagt, Alter, so hart darf die Snare nicht sein. Ich möchte aber einen guten Rap-Song abliefern. Und dann sagt der Producer, das geht so nicht. Die Melodie muss doch ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. So, müssen ja auch so ein paar Werkzeuge funktionieren, so ein paar Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass das alles so passt.
Und natürlich gibt es auch immer Schnittmengen, Fat Tony und so. Natürlich gibt es da übergreifende Hits, die dann irgendwo auch Daseinsberechtigung haben. Aber da könnte man dann wieder lange drüber reden, bis wo ist der Punkt erreicht, wo es vom Boom-Bap zum Popular-Rap wird und andersrum. So, ne? Also jetzt zum Beispiel Curse habe ich total gefreut, dass man sagt so, da sind in seinen neuen Sachen, in seinem neuen Album Farbe des Wassers, ne? Ja, heißt Farbe von Wasser. Farbe von Wasser. Da sind in sehr vielen Songs sehr, sehr poppig. Er war schon immer sehr, in seinen letzten Produktionen, bevor er seine Pause gemacht hat, war es schon sehr sehr, hatte schon sehr viel Pop-Elemente in seiner Produktion. Er war ja sehr Und meinst du, also das Album, das vor 4 Jahren. Ich glaube, das war so ein Werdegang, ähnlich wie bei Sammy, das ist so eine Hardcore, ich meine, La Familia, weiß nicht, habt ihr La Familia auf dem Schirm? Da war es schon die brutale Boom-Bap Hardcore-Independent-Schiene und dann hat sich das so rauskristallisiert, auch, vielleicht auch durch einen Major-Vertrag und alles, dass man sagt, man versucht, experimentiert, erweitert sich. Sein Horizont und dann endet man irgendwie doch mit so einem Anleihen aus der Popmusik und dann gibt's so ein, bricht das vielleicht auch irgendwann um, ne? aus diesem Boom-Bap mit Pop-Anleihen wird dann Pop mit Boom-Bap-Anleihen, dann wird gibt's bei vielen Künstlern sagen so, ich möchte aber weitermachen, ist ja auch alles völlig cool, finde ich auch dann, gut. Wenn ich jetzt und zurück, andersrum gedacht wieder, jetzt kommt Curse wieder um die Ecke mit sehr viel Pop, aber mit ganz viel Boom-Bap-Anleihen in seinem neuen Album, denke so, oh wow, ist cool, ist, also mir gefällt es ja, dann ne? erstmal also so. Dann ist da vielleicht so eine Pop-Nummer, die aber trotzdem eben so Primo-Elemente hat. So. Aber was, wenn wir da jetzt vielleicht zu meinem Kommentar irgendwie gehen wollen noch einmal? Ach so, zu ja. Dem, nee, nur, ja zum, nee, nur zu dem Curse-Thema jetzt gerade. Wenn du jetzt einen Curse hast und der bringt diese Uns-Platte raus, die mit klassischem Rap und mit Hip-Hop-Musik wenig am Hut hat, würdest du dann sagen, Curse ist Hip-Hop oder Curse ist Pop? So, wenn du jetzt diese Platte hörst, als Curse-Platte. Aber ich hab jetzt die Lyrics nicht vor Augen. Also für mich ist Rap, wisst ihr, was Rap eigentlich heißt? Genau. Also die Message des Wortes würde man erstmal sagen, steht an erster Stelle. So. Das hast du ja, aber da da kann man wieder 1000 Jahre genau, diskutieren. Genau, da kannst du wieder ewig diskutieren, weil so, ne? wenn man jetzt über Boom-Bap oder über Hip-Hop-Musik, natürlich gab es in den 90ern, in den Anfangszeiten immer Spaß-Rap und Conscious-Rap und so, da können wir jetzt auch noch eine Woche Podcast machen. So, aber trotzdem, Message, die meiste Power hat die Message. So, ne? Und ich denke mal, Curse war immer dafür bekannt, auch sehr tiefgründige und sehr Conscious-artig zu sein oder Pop-artige Texte zu machen, die trotzdem, wenn man richtig hinhört, genauso wie Retro-Gott, wo man immer denkt, der ist so ähnlich wie Curse, der macht sich immer nur lustig über irgendwelche Sachen, aber wenn man richtig hinhört, wie bei Curse auch, scheiße, der sagt da ganz schön deepes Zeug. So, und das hat er, da ist er seinem Stil textlich gesehen irgendwie immer treu geblieben. So hat seine Musik halt immer nur irgendwie dann auch irgendwo vielleicht zeitgeistmäßig versucht anzupassen. So. Ich würde dann darf ja Hip-Hop-Pop. Also Curse ist ein gutes Thema. Ich würde sagen, Curse ist auf jeden Fall Hip-Hop. Und Curse hat bewiesen, dass er spitten kann, dass er brutal spitten kann. Er hat auch derbe Beats gehabt, ne? Hier Busy und so hat das ja alles irgendwie früher gemacht für ihn. Alles dope. Ich würde mal sagen, Curse hat sich das verdient, Popmusik zu machen. Er darf es, aus meiner Sicht. Aber da sind wir auch wieder bei Yannick. Also auch wieder andersrum, wo ich sagte, es ist dieser stetige Sprung und wann ist diese Grenze erreicht, wo aus dem Boom-Bap mit Anleihen von Pop wird, mit Anleihen von das oder nur Pop, wo dann, ich denke mal, da ist auch meine Herangehensweise, Hip-Hop darf Pop, wo ich sage so, Pop braucht Rap oder Pop bedient sich des Stilmittels Rap. Da sind wir dann auch. Unabhängig davon zu sagen, Curse kommt aber aus dieser alten, klassischen traditionellen Szene. Das glaube ich, dürfen wir gar nicht so betrachten, wo der Künstler jetzt wirklich ursprünglich herkommt. Sondern das ist irgendwie diese Metamorphose, die sich so in diese Popmusik wandelt. So, und dann aber, es geht nicht ohne diesen. Ich finde gerade das wichtig, wo der Künstler herkommt. Wo er herkommt und vor allem, womit er sich selbst identifiziert, ist für mich wichtig. Nehmen wir mal eine Namika, die ist für ihr Selbstverständnis Hip-Hop durch und durch, hatte mit Lieblingsmensch einen massiven Radiohit und wird von halb Deutschland gefeiert, egal ob Hip-Hop-Kultur oder nicht. Und sie wird auch nicht so wahrgenommen, als käme sie aus der Hip-Hop-Kultur. Aber sie und für ihr Selbstverständnis ist sie Hip-Hop durch und durch und trägt das auch nach außen. Das ist immer ein Problem, denke ich mal auch mal. Könnt ihr jetzt sagen, ja, ihr wertet oder bewertet auch Menschen, ohne sie zu kennen. So, ne? Man müsste eigentlich, wenn man jetzt sagt, so, ja, ich habe. Ja, irgendwie leider jeder. Macht oder? Ja jeder so. Ne? Man hört einen Song und sagt, uff, der ist kein Hip-Hop. Und das kann gar kein richtiger Hip-Hopper sein. So, ne? Aber im Tiefen, im Herzen drin oder wie auch immer,
irgendwie ist es denn. Man müsste die Leute ja eigentlich direkt ansprechen, so, ne? Ich über jeden, den wir hier rumhaten oder irgendwie bewerten, es könnte ja auch einer sein, der irgendwie das Hip-Hop-Ding, ich glaube, das ist eher die Minderheit, die voll den Hip-Hop-Film fahren. Aber eigentlich, wenn man mit dem richtig abhängt und mit denen beleuchtet, durchleuchtet, sagst du, das eigentlich, wie du lebst, bist du gar kein Hip-Hopper. Das ist ja auch, aber andersrum müsste man erstmal jeden Einzelnen kennenlernen, also wirklich kennenlernen, um ihn bewerten zu können. Genau, aber das war ja der Auslöser, weswegen ich überhaupt angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, weil ja generalisiert wurde, aber eben in die andere Richtung, dass gesagt wurde, du bist kein Hip-Hop, weil du machst diese Musik. Und da wird ja direkt über diesen Künstler geschlossen, nur weil er in seiner Musik irgendwie Einflüsse von außen aufgreift. Aber er kann ja true to Hip-Hop sein und kann das ja wirklich fühlen, kann aber in seiner Musik irgendwie sagen, ah geil, das, ich finde jetzt irgendwie, keine Ahnung, dieses Neue Deutsche Welle Sample ultra fett und bedien mich jetzt daran und mache jetzt halt einen Neue Deutsche Welle Song, über den ich rappe, so, und dann wird gesagt, okay, das ist Pop, so, du bist raus. Das war bestimmt so einer, der so, genauso tickt wie wir, der auch nur dieses Schwarz-Weiß-Denken hat. Der kann sich das nicht vorstellen, dass sein Lieblingsrapper auf einmal ein Neue Deutsche Welle-Sample flippt. Das ist für ihn unvorstellbar. Genauso wie es für uns eigentlich unvorstellbar wäre, dass DJ Premier auf einmal einen Trap-Beat baut. Das wäre so vollkommen, das würden wir gar nicht fassen. Ja, aber dann zusammenbrechen. Wobei er hat ja schon so ein bisschen angehaucht, ne? Hat er doch. Dave irgendwas? Irgendwas mit Prime, also das mit seinem Prime-Projekt haben sie doch mit so einem Feature-Typen, mit irgendeinem Feature mit so einem, was sehr Dave Trappy. West, Dave East. Dave West East, ja genau. Prime, irgendwas. Kennt ihr nicht, wa? Oder nichts tatsächlich. Doch, das ist so sehr, sehr, sehr modern. Ja. Wie gesagt, so, da gab es dann auch, wo Yannick so oft diese YouTube-Kommentare oder Facebook-Kommentare aufreißt, hat dann auch einer, da war dieses Feature mit, was wäre so modern, fast schon. Weil Sammy hat ja auch diese EP mit Chef Cat gemacht, die es meiner Meinung nach aus gutem Grund auch nur 24 Stunden zu downloaden gab. Ja. Aber das sind alles, das sind alles Dinge, die passieren nicht aus irgendeinem Grund. Das sind ja alles auch Marketingstrategie dahinter. Die Leute müssen ja auch davon leben. Das sind ja keine ich glaube, diese Semi-Professionelle EP, die ist vollkommen einfach aus künstlerischer Ader entstanden. Genau wie Herr Sorge damals, okay, auch aus künstlerischer Ader entstanden ist. Die Chefbaus-Platte ist vollkommen vor die Wand gefahren. So. Aber, ihr dürft halt nicht vergessen, dass Sammy Deluxe halt ein mega krassen Promi-Bonus hat. Dabei, ja. Man kann Sachen ausprobieren als Promi. Man kann sagen, ich versuche mich vielleicht neu zu interpretieren und du wirst weich fallen. Es sei denn, du baust richtig Mist und deine ganze Fanbase läuft irgendwie davon. Aber Sammy ist schon recht hart gefallen, habe ich immer so das Gefühl. Also er hat sich gut aufgerappelt jetzt wieder mit guten Platten, so, aber er ist, glaube ich, so zwischendurch mit dem Herr Sorge-Ding schon ziemlich arg auf die Schnauze gefallen. Ich glaube, sein Standing ist trotzdem noch so groß, dass er das trotzdem verkraften kann. Und was ich eigentlich sagen wollte, für uns ist immer diese Barriere zwischen dem alten Sound und dem neuen Sound und dieser Attitude und so. Also wir haben wirklich ein Problem damit, überhaupt irgendetwas, eine ganz kleine Wurzel, die von dem modernen Kram zurückführt in den Stuff, den wir lieben und kennengelernt und so lieben gelernt haben, da irgendwas zu erkennen. Für uns gibt es keinen roten Faden bis zu diesem heutigen Punkt. Deswegen ist das für uns so schwer, das irgendwie erstmal A, cool zu finden und B, auch irgendwie zu respektieren. Vielleicht gibt es keinen direkten roten Faden, aber über Umwege gibt es immer einen. Ja, aber diese Umwege sind für uns einfach nicht. Ja, aber dann nachvollziehbar. Du hast halt 40 Jahre dazwischen und du kannst dich nicht 40 Jahre auf den gleichen Origin beziehen, weil es bezieht sich immer der Mucke macht, auf das, was ihn persönlich am meisten beeinflusst hat. Und wenn du am meisten von dem, was in den letzten 15 Jahren, bevor du anfängst Mucke zu machen, passiert ist, beeinflusst wirst, dann ist der rote Faden eben über Umwege wieder, aber er führt immer zurück zum Origin. Aber das zum Beispiel, oder fast immer. Wenn zum Beispiel, ich weiß gar nicht. Wenn du jetzt hier diese New School Generation siehst, die dann irgendwie durch einen 808s und Heartbreak krass beeinflusst wurde von Kanye West wird dann über Jay Dilla krass beeinflusst, so. Du kannst immer irgendwie über Ecken diesen Faden weiterziehen und du landest immer beim Origin. Also es gibt ja einen roten Faden in der Hip-Hop-Musik, sagen wir jetzt mal. Ich muss mich gleich konzentrieren. Hip-Hop und Rap, das ist für mich das macht hier, ist Hip-Hop, Rap, ist Rap-Hip-Hop. Der rote Faden, ein eindeutiger roter Faden, den man auch diskutieren könnte oder müsste, ist ja, die Musik auf Vinyl zu releasen. Und würde ich sagen, so, ich keine Ahnung, ob. Da würde ich sagen, das hat heutzutage fast gar nichts mehr mit Kultur zu tun. Genau, ich weiß nicht, ob Migos zum Beispiel auf Vinyl release. Machen sie. Machen sie. Ne? Und da würde ich fast behaupten, der rote Faden
Hip-Hop-Erkennungsmerkmale. Ne? Also wenn man spät in die 80er, ne? Der Shell-Toe, ne? Der Shell-Toe, My Adidas, war ein Erkennungsmerkmal. Nicht unbedingt zu sagen, ich konnte mir den Schuh leisten, sondern der Shell-Toe ist ein Erkennungsmerkmal für Hip-Hopper. Aber das gibt es ja heutzutage immer noch. Ist Versace, ne? Ist die Versace-Tasche oder ist eine Louis Vuitton-Tasche ein Erkennungsmerkmal für Hip-Hopper heute? Naja, geh mal auf die Straße hier und hier speziell in Hamburg und zähl mal die Trainingsanzüge und die Pusher-Bags. Okay, aber das ist Hip-Hop 2018 und dann weiß ich auch genau, welche Musik feiere, wenn ich auf die Straße gehe. Und ich meine, das ist ja auch kein neues Phänomen. Das gab es doch auch schon 2007 oder so, als deine Lieblingsrapper um die Ecke kamen und mit dem Track Wir bewahren die Haltung, ne? Und Hip-Hop halten keine Zäune, bla bla bla, und wir tragen die Hose auf 8:30 und wir erkennen uns an der Kleidung. Und diese Kleidung hat sich doch auch stets gewandelt. Und jetzt tragen also man erkennt sozusagen heutzutage den Hip-Hop an der Kleidung. Naja, du kannst ja mal auf Splash gehen und eine Woche später aufs Melt und dann kannst du ja mal die verschiedenen Kleidungsstile miteinander vergleichen. Also okay. Da wirst du schon deutliche Unterschiede erkennen. Natürlich gibt es auch woanders Schnittmengen, ne? Wenn ich sage, so früher. Was das früher? Ich schwelge gerne. Heute ist was anderes. Es sind halt Sneaker oder so. Naja, früher war es auch. Ja, es waren an der 80er, Mitte der 80er, wo ich angefangen war, Sneaker. Und dann hast du weiße Sneaker angehabt. Müssen vielleicht keine Shell-Toes oder keine Superstars gewesen sein. Aber da gab es so ein Unterscheidungsmerkmal, also das Erkennungsmerkmal. Das Unterscheidungsmerkmal war vielleicht denn doch die Fat Laces. Hatte der so einen Shell-Toe? Ja, hatte ich auch, aber da war ich in der Grundschule. Ne, hatte auch der die Dinger Superstars an, oder die gefakten, mit Standard-Schnürsenkel? Ich glaube, das hat jeder von uns irgendwie hinter sich, ne? Ne? Ja. Hatte er Standard-Schnürsenkel oder hatte er vielleicht cool gebundene Fat Laces dran? So, ne? Dann war es so, okay, der meint es irgendwie ernst. In den 80ern warst du so, da war es auch eher so, das ist ein Writer. Wenn der so eine Sneaker, weiße Sneaker mit Fat Laces getragen hat, dann konntest du direkt hingehen, so cooler, du konntest mit dem direkt quatschen, das ist ein Writer gewesen. Da fand die Kommunikation eigentlich nur visuell statt und konntest dir gleich ein Bild vormachen. Heute gibt es ja sehr viele Schnittmengen, die es vielleicht damals auch gab. Wenn ich eine mit eine Gucci-Jacke, Gucci-Tasche, dann könnte ich den Typen auch fragen, wie kostet der Arsch weg? Weil auch die Noten auf dem weil die Noten auf dem Kiez vielleicht genau die gleichen Klamotten tragen. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wir sind wieder am Hafen angelangt, Nico. Nico fällt vor, steckt die Mütze vom Nico Kopf. Nico bricht zusammen hier. Nein, ich wollte auf den roten Faden, ich wollte gar nicht auf Versace, ist aber auch ein gutes Thema. Nee, also ich möchte da gerne noch was zu sagen zu dieser Klamotten-Dings. Das ist so etwas, ich meine, Yannick und ich, wir sind auch mit Kangol-Caps aufgewachsen, wir sind mit Superstars aufgewachsen, wir sind mit Tracksuits aufgewachsen und so weiter. Wir haben das alles wahrgenommen, weil das noch die Ausläufer vielleicht waren, einer Modeerscheinung, ne? Oder weil wir halt Hip-Hop uns da schlau gemacht haben und mit einer Kultur aufgewachsen sind, die sowas getragen hat und die dann auch irgendwann rosa Shirts in 5XL getragen hat, so, wo es von mir dann auch noch lustige Fotos gibt, aber und das ist ja ein stetiger Prozess, ne? Und ich kann ein DJ Mad an der Kangol-Mütze erkennen und kann sagen, der hat was mit Hip-Hop am Hut, so, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Genauso kann ich jemanden mit der New Era Cap, der, als ich 15 war, eine New Era Cap getragen hat, ne, habe ich auch gesehen, der hat was mit Hip-Hop am Hut. Und wir haben das immer, weißt du, ich bin damit aufgewachsen, die ganze Zeit. Ne? Und deswegen kann ich jetzt auch sagen, auf der Straße, oder ich kann vermuten, dass jemand, der ähnlich gekleidet ist wie ich oder so, dass der was mit Hip-Hop am Hut hat und ein anderer vielleicht nicht, was euch dann vielleicht im Verständnis fehlt, ne, weil ihr halt nicht mehr damit groß werdet, weil ihr seid ja schon lange groß. So, das ist Okay, diese Identifizierung in dieser, sehr simpel auszudrücken. Diese Identifizierung in dieser Phase, wo man vom Teenager zum Erwachsenen werden und so. Ich meine, diese Wahrnehmung man mit Trends umgeht und so, ist eine ganz andere, als wenn man schon gestandener Erwachsener ist. Wir haben eine ganz andere Wahrnehmung von Trends und von Mode als ihr. So. Natürlich, man festigt sich ja irgendwann, ne? Wenn man so schon Mitte 40 ist und dann hört man einfach irgendwann auf mitzumachen. Das war doch früher auch aber so, weil so cool Herc hatte. Ja, aber ich finde Hip-Hop ist auch, Hip-Hop kann oder sollte, Hip-Hop sollte meiner Meinung nach, weil ein Trend auch wieder eine Sache der Gesellschaftsfähigkeit ist, Hip-Hop sollte ganz eindeutig auf Trends scheißen können. Hip-Hop setzt doch die Trends. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist ja nicht... Das hatten wir vorhin schon mal. Hip-Hop kann Trends setzen, aber es hat mit dem einen, mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Trotzdem, bestimmte Teile, bestimmte Leute im Hip-Hop sollten aber auch scheißen können. Aber das ist ja auch da, natürlich. Das wird ja nicht ausgesperrt. Du kannst immer noch Leute mit Baggy auf der Straße sehen. Weißt, okay. Aber es gibt keine mehr zu kaufen, nicht mehr viel. Doch. Ja, doch.
Also das Verhältnis stimmt vielleicht. Also wenn man jetzt Baggy als Boom-Bap vergleicht und die, und die Skinny-Jeans für die Trap-Mucke, dann könnte man sagen, so gehen wir mal zu Under Pressure, die vor 5 Jahren noch den halben Laden voller Baggies hatte oder vor 8 Jahren. Ja, aber die wollen doch überleben, das ist ja, ein Angebot und Nachfrage. Ja, die verkaufen doch immer noch keinen. Genau, da sind wir ja wieder dann bei der Popular-Klamottenindustrie, Popular-Musikindustrie. Wir müssen verkaufen. Sie sind in diesem, Haifischbecken angelangt und müssen jetzt sehen, überleben, dass sie überleben. Geht doch jedem aber das so. Wird das ja kann nicht von der Industrie gesetzt, ja sondern das wird ja von Innovatoren gesetzt und die Industrie passt sich an die Innovatoren ja an. Niemanden vorwerfen. Also es kommt ja nicht der Modehersteller und sagt, wir machen jetzt Skinny Jeans, damit die Trap-Rapper das tragen, sondern es sind Leute, die diese Musik machen, die dann zu Ikonen werden, die diesen Stil irgendwie neu mitbringen und, der, und die Industrie passt sich dann an den neuen Maßstab an, um zu überleben. Und das ist ja der Punkt. Aber glaubt ihr nicht, dass sich bekannte Rapper immer mehr der Industrie fügen, weil die auch was vorgeben? Die Beispiel, Leute, da möchte ich immer, für sowas möchte ich immer Beispiele hören. Da möchte ich nicht immer sowas dahingesagt haben, sondern möchte ich Beispiele. Ich kenne nicht die Beweggründe bei den Leuten, aber ich. Aber anscheinend auch keine Leute, ich würde gerne ein Beispiel hören, so, weil sonst, ich kann es nicht nachvollziehen ansonsten. Ich spreche ja mit keinen, die mich da interessieren, aber ich denke mal, dass, ich behaupte einfach mal, dass du dich bestimmt. Eine industriegelenkte Marionetten. Wo sind wir denn in die Gesellschaft, von wem wird die denn gesteuert? Von der Industrie oder nicht? Wer ist denn die Industrie? Große Industrieunternehmen, die in Deutschland auch das Sagen haben. Die lenken doch die Geschicke. Das ist aber immer noch immer das ist sehr, die Deutsche das ist sehr, Bank sehr, sehr oder was? Gerade. Bayer? VW? Bayer, also die Bayer in Leverkusen lenkt Deutschrap. Bayer Chemieunternehmen hat mit Sicherheit sehr viel Einfluss in der Weil deutschen... Weil die Mollys herstellen und sehr. Sagen wir, okay, bleiben wir mal bei der Musik. Ich würde mal behaupten, dass Universal sehr viel Einfluss in der deutschen Musik, in dem Musik... Was Rap angeht, hat Universal ziemlich viel. Ja, aber wohl. Aber wer ist denn bei Universal? Mittlerweile so? Ist wer will ja denn mittlerweile noch hin? Also, gibt's eine schöne Backspin Talk Runde zu? Ja. Nico hat gerade im Off gesagt, dass Independent Rap mittlerweile gelernt hat, wie man Major Moves macht. Also deswegen. Ja, natürlich sieht man ja an 187 so, ne? Die sind auch oder mehr Agro damals. Ja, die werden vielleicht werden supported irgendwie, dass das irgendwie der Vertrieb oder so über Universal gemacht wird. Ja, aber die nutzen einfach nur die Wege, aber so, die werden ja die nutzen die Kanäle vorgegeben. Mit oder Universal versucht dann ja auch noch durch den Hype, den die schon sich selbst erarbeitet haben, noch ein bisschen den Dollar mit abzugreifen. So? Ja. Aber geh auf die Straße und guck, wie die Leute sich anziehen und die ziehen sich an wie 187 und 187 eifert nicht dem Trend hinterher. Die Lacoste Jogginganzüge, die du seit 3-4 Jahren wenn du in Hamburg auf die Straße gehst, überall siehst, die sind den Jungs geschuldet, weil die das schon vor 10 Jahren in ihren Videos getragen haben, weil sie es als cool empfunden haben, ohne dass das irgendwo massenkompatibel war. Und dann sind sie durchgestartet und dann haben die Jugendlichen das aufgegriffen und die Industrie hat sich daran angepasst und die Tracksuits sind überall. Wer hat den Undercut erfunden? Wer hat den publik gemacht? Weiß man nicht. Egal. Aber roten Faden. Den gibt es schon lange. Den Undercut gibt es schon sehr, sehr lange. Haben wir alles über den roten Faden? Also Vinyl wollte ich nochmal. Ich weiß, vorhin hatten wir nochmal roten. Wir sind so sehr abgeschweift von dem roten Faden. Dieser rote Faden, der in der Hip-Hop- oder Musikbranche ja wahrnehmbar ist. Und das ist Hip-Hop released man. Was released man? Oder Hip-Hop, der rote Faden, man released Hip-Hop auf Vinyl. So, das ist so, oder wer dieses Medium, der traditionelle, Kultur ist die Schallplatte, das Kulturmedium oder dieser traditionelle Weg. Ja, das ist ewig. Das ist, glaube ich, ist eher so ein Soldatending, ne? Oder auch? Keine Ahnung. Ja, wie Baggy oder wer hat ihn zum Trend gemacht? Oder wann oder durch wen wurde er zum wer Trend? Wer hat es wieder ausgegraben? Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Aber okay. Roter Faden, ne? Die Schallplatte als traditionelles Veröffentlichungsmittel, wo ich dann sage, das ist auch mehr so diesem Independent zu verdanken, dass das auch weiterhin dieses Medium ist. Und wo ich sage, ein gehypter Act oder ein sehr berühmter Act, der seine Daseinsberechtigung hat, wie Migos, der auch auf Vinyl... Hast du gerade gesagt, dass die Migos ihre Daseinsberechtigung haben? Die haben ja ihre Daseinsberechtigung, weil ich auch sage, dass Hip-Hop keine Veränderung darstellt, sondern eine Erweiterung. Und zu einer Erweiterung gehört auch jemand wie Migos, der auch auf einem Ast des Hip-Hop-Baumes sitzt. So wie alles andere auch. Nico, das sehe ich aber anders. So persönliche Worte habe ich noch nie bei euch in der Sendung gehört. Das sehe ich nicht so. Nee, da haben Sie das nicht so, aber nee, Nico weiß, dass ich das so sehe. Und einen haben wir schon mal weich gekocht. Deswegen möchte Nico auch ganz speziell mit mir darüber reden.
Ey, solange Migos den Sound macht, den sie jetzt machen, werde ich damit überhaupt nicht klarkommen. Das andere ist Real Rap, No Mumble, sagen sie auf ihrem Welt Album. Haben sie da nichts Album verloren. Nein, aber dass Migos auf, worauf ich eigentlich ja, hinaus wollte, genau, und komm, die Frage in den Raum werfe, wenn das Migos auf Vinyl released, hat meiner Meinung nach ja nichts damit zu tun, dass es die traditionelle Methode ist, auf Vinyl als Hip-Hop-Rap-Künstler zu releasen, sondern dass es gerade Trend ist. Ja, safe. Das macht man Fall mittlerweile wieder. Ja. So, das hat dann ja eventuell schon einen bitteren, einen doofen Beigeschmack, wie man es auch immer betrachten mag. Ich will auch niemals eine Migos-Vinyl kaufen, so, weil es halt einfach keine. Und da bin ich auch den Migos-Vinyl deckt, denn für den, das sind so wieder zwei Sparten, ne? Für den Boom-Bap Typen ist das so, da sind die Verkaufszahlen in kleinen Mengen, wir reden ja eigentlich nur von kleinen Mengen, da sind schon sehr hohe Verkaufszahlen auf Vinyl. Für Migos ist das eher so, dass Migos oder Helene Fischer auf Vinyl erscheint, ist eher so ein Gimmick für das Label oder für die ja, aber so. Hip-Hop und Vinyl gehören ja nicht, das ist ja nicht dein Baby, so, es kommen auch immer noch Untergrund-Hardcore-Punk-Platten en masse auf Vinyl raus. Wenn du durch die Hardcore-Punk-Szene gehst, so, das ist einfach auch eins der beliebtesten Medien da. So. Klar. Ist auch immer verbreitet gewesen. Das gehört auch zu dieser Kultur dazu. Aber so Hip-Hop, wenn man von Hip-Hop-Musik redet, redet man ja eigentlich auch immer so von der Schallplatte, weil das einfach so dieser rote Faden ist, von den wir vorhin angesprochen haben. Ich würde mal behaupten, da gibt es keine zwei Meinungen. Auch wenn Vinyl jetzt über Jahre, fast schon Jahrzehnt oder länger so ein bisschen abgetaucht war, zumindest popular musiktechnisch gesehen, ne? Aber die Vinyl-Schallplatte wurde durch Independent-Musik am Leben erhalten. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Es wurde ja nicht wieder neu entdeckt, sondern einfach nur für die klassische Musikgesellschaft irgendwie als neuen Trend neu entdeckt, so wie jetzt auch, keine Ahnung, Lacoste wieder neu entdeckt wurde und das aber auch schon vor 30, 40 Jahren getragen wurde. Aber wieso würdet ihr jetzt euch keine Migos-Platte kaufen? Das ist, glaube ich, was Persönliches. Also ich persönlich kaufe mir auch nur Platten, also wirklich Vinylplatten jetzt, ne, die irgendwie für meinen persönlichen Eindruck oder in meinen persönlichen Empfinden zeitlos für mich sind. So. Und für mich sind Migos Platten Stand jetzt etwas Begrenztes, Zeitgeistiges. Nicht mal nur das, also wenn ich jetzt das als reines Abspielmedium mal sehe, ohne jetzt irgendwie diesen Turntablism-Aspekt damit reinzunehmen. Sehr aufwendiges Medium. Nee, aber der Punkt ist, wenn ich habe eine recht okaye Plattensammlung für mein Alter. So. Würde ich von mir auch behaupten. Und es sind aber Platten, die kaufe ich mir, weil es Alben sind, die ich bewusst höre. Also die ich nicht nebenher laufen lasse, sondern das sind Platten, wo ich sage, das ist, weil Vinyl hören hat irgendwie immer noch so einen gewissen ein Aufwand. Du musst halt alle paar Tracks aufstehen und die Platte wenden. Nein, die Haptik ist halt. Die Haptik, so, nein, also ich meine, also der Punkt, du lachst jetzt so, aber es ist einfach. Du bist halt irgendwie ein bisschen mehr daran gezwungen, diesem Album zuzuhören und du schätzt es auch irgendwie mehr, weil es mit mehr. Es ist so ein, wie so ein guten Wein, den du aufmachst am Samstagabend. Genau, so. Ja. Legst du dir auch die Schallplatte auf. Und die MP3, da machst du die Playlist fertig so und hörst halt durch und skippst halt weiter. Auf der Vinyl skippst du halt. Das ist ein totes Medium, ne? Also MP3 ist schon. Ich sag mal, im Verhältnis zu einer Schallplatte so ein totes Medium, so ein kaltes, ja, genau. So ein kaltes Medium. So, ne? Schallplatte hat einen ganz anderen Mehrwert. Genau. Oder man fühlt hat Soul in einer anderen Definition von Soul. Aber heißt es denn jetzt, dass ihr die Musik von Migos, wenn es sie nur auf Vinyl geben würde, mal angenommen, das dann heißt, würde ich mir die gar nicht kaufen? Ja. Oder müsst, doch, dann ja? Würde ich mir die. Also das wäre so die Schlussfolgerung für mich, dass ihr die Musik von Migos nicht für zeitlos haltet. Allein aus dem weil das Aspekt, zeigt ja die Zeit. Ne? Allein aus dem Aspekt, alles Ding zu wollen, wenn ich gezwungen wäre, das zu hören, also zu kaufen auf Vinyl, um es zu hören, würde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Okay. Das ist eine reine Hypothese so, ich kann es nicht bestätigen, weil. Weil das ist interessant, halt weil so, wir haben die Scheiben gekauft früher, die wir auf jeden Fall gedickt haben. Wir haben nie Scheiben gekauft, die wir scheiße fanden oder so. Wir haben immer nur Musik gekauft, die wir halt auch gespielt, also auch als DJs gespielt haben. Mhm. Also, naja, sag ich formuliere es nochmal um. Also ich kaufe mir eine Platte, wo ich mir in dem Moment des Kaufs extrem sicher bin, dass ich die in 2, 5 oder 10 Jahren aus meinem kleinen Regal ziehen kann und immer noch sagen kann, oh, das ist eine geile Platte. Okay, also, was ist die letzte Platte, die du gekauft hast? Letzte Platte, die ich gekauft habe, kommt von Drangsal. Die ist vorbestellt. Das Album kommt im April, glaube ich, raus. Und wenn wir über Hip-Hop reden wollen, dann ist die letzte Platte, die ich gekauft habe, oh, die ich mir bewusst habe schenken lassen oder gekauft habe? Nein, die letzte Hip-Hop-Platte, die du bekommen hast. Sieg von Zeppalot. Oh, das ist gut. Ein Tipp.
Die nächste zeitlose Platte in deinem Einkaufskorb wird sein Moment der Wahrheit von Soul Brother. B-Bass von mir. Machen wir mal ein bisschen Marketing hier immer. Aber nur, wenn ihr Boom Bap mögt. Ich wurde hier gerade von Nico. Das ist so geil, wie du da zwei Stunden hier auf einmal den Promo-Modus eigentlich hast. Genau, Dan hat eigentlich nur drauf gewartet. Dan ist Sellout jetzt offiziell. Ja, ihr habt mich ja nicht zu Wort kommen lassen hier mit euren Ausschweifungen. Die ganzen endlich mal den großen Back schon YouTube-Kanal nutzen, um Werbung zu machen. So, hier werden gerade noch ein paar Leute verabschiedet ins Wochenende. Ja, also für euch, also das war halt für mich auf jeden Fall wichtig, weil ich dachte... Oh, du hast einen Cut bekommen von Nikos Umarmung gerade. Ja, über ein Auge. Blutig, guck mal, ich blute gerade, ja. Du hast mich genau getroffen, ja, hier. Ich blute live in der Podcast-Show. Ey, noch niemand hat jemals in der Podcast-Show hier geblutet. Ich bin der Allererste. Sieht auf jeden Fall gut aus, Jungs. Blut, Schweiß und Tränen hier. Für mich, also dieses Vinyl-Thema ist halt für uns eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiges, weil wir damit auch immer so ein bisschen dieses... alte Kulturding oben halten und für uns einfach Musik, eigentlich, also unsere Musik, die wir halt machen, wäre eigentlich eine Verschwendung, wenn es die nur als MP3 geben würde. Ja, klar, also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Also man gibt ja klar gibt es immer so Up and Downs, aber man sagt ja auch immer, Rap oder Hip-Hop-Musik ist DJ-Musik. Also da auch diesem DJ-Ding dann ja auch den Tribut zu zollen, weil wenn man jetzt ganz zu den Anfängen denkt. Selector. Ne? Letzten Endes war es ein Selector und der MC war ja eigentlich auch nur Assistent des DJs. Er hat so ein bisschen Shoutouts gemacht, ne? Hast du gefühlt, wenn du jetzt auf so eine Trap-Konzertshow gehst, hast du das Gefühl, es geht wieder dahin. Der Rapper ist nur noch der Host, springt auf der Bühne rum. Von wem? Ja gut, Rin würde ich sagen. Von seiner eigenen Musik, muss man schon sagen. Also es hat ja auch so ein bisschen, es ist der DJ, DJ Vito ist für mich auch kein DJ, so, ne? Der heißt, hat einen DJ im Namen, aber er kann vielleicht auch auflegen und scratchen, aber für mich so diesen klassischen, was ist ein klassischer DJ, da kann man wieder 1000 Jahre. Ja, das ist der Begriff ist sowieso mittlerweile komplett vom Origin weg. So. Aber trotzdem fehlt uns, denke ich, auch mal immer so, weil es für uns DJ-Musik ist, Hip-Hop als DJ-Musik fehlt uns auch so ein bisschen dieser Vibe, dass es so dieser DJ-Urgedanke auch ein bisschen vernachlässigt wird, weil das auch ein tragendes der DJ auch ein tragendes Element ist. Also selbst in Independent Boom Bap gibt es sehr viele Bands und man will es ja auch nicht festmachen und man sagt trotzdem ja auch zu vielen Künstlern, die keinen DJ haben, das ist Hip-Hop oder Rap-Musik oder wie auch immer. Wie will man das pauschalisieren? Aber es ist trotzdem immer traurig zu sehen, dass für viele, ob das in Independent oder in der Popular-Rap-Musik keine Rolle mehr spielt. Also aus der Industrie, aus der Popmusik betrachtet, spielt für diese gesellschaftsfähige Musik, spielt da der DJ oder vielleicht die Scratches oder irgendwas, spielt das eine Rolle? Ich würde eher sagen, es ist kontraproduktiv und fördert nicht Verkaufszahlen, würde ich mal sagen. Also da ist irgendwie die Melodie wichtiger als die Message, sage ich mal so. Wenn man das erstmal nochmal ein bisschen zusammenfasst, Rap, DJ-Skills und alles und sagt irgendwie, eine schöne gesungene Hook. Also die Melodie dahinter ist auf jeden Fall wichtiger als vielleicht der sozialkritische Text, der ja, vielleicht die, da noch... Die Haltung und auch die Diskussion, die gibt es ja auch schon länger. Also Vibe über Inhalt, ne? Und DJ ist dann mal ganz schnell fehl am Platz. Man muss dann entscheiden, habe ich einen DJ im Chorus, der irgendwie rumscratcht oder irgendwas macht, oder habe ich eine Sängerin so, ne? Eine Sängerin, wir sind bei Rap. Musst du denn den DJ, wenn du ihn irgendwie mitziehen willst, in den Chorus setzen? Oder machst du einen C-Teil mit Scratches so? Muss er denn... Alles kann sein irgendwie. Natürlich kann man... Also, weiß nicht, auf einem zugezogenen maskulinen Konzert gibt es immer den Part, wo sich dann Kenji, deren DJ, auf die Bühne stellt und auf einmal Geige spielt über den Track von denen. Auch cool für so. Also es wäre jetzt auch überbewertet, wenn man sagt, der DJ muss unbedingt, das ist der Typ für den Chorus. Der DJ ist so, wenn du ein Gangster, ne? So als für mich einer der besten Beispiele dafür, dass Hip-Hop-Musik funktioniert, ohne dass man eine Live-Band führt. Hat man ja immer, es ist ein Kommen und Gehen, dass man bei Rap Bands oder Formationen, wenn man sagt, so ja, wir gehen weg von dem Plattenspieler, wir wollen irgendwann mal doch mit einer Liveband auf der Bühne stehen. Für mich persönlich ein Rückschritt, so, ne, weil man es besser machen kann, wenn man Hip-Hop-technisch denkt. So, ne, dann, also man geht, wenn man in diese Liveband-Richtung geht, dann geht man einen Schritt mehr Richtung Pop-Popularmusik in dem Sinne. Wie gesagt, man kann es einfach besser machen. Aber da hast du dann. Ich glaube, das ist dann auch ganz häufig.
dass Rapper sich ja auch als Musiker sehen, weil sie Musik machen und dann einfach den Next Step machen wollen für sich als Musiker, weil sie nicht mehr nur der Rapper sind, der aus nichts viel gemacht hat, weil er irgendwie mal angefangen hat, so Loops zu machen und so weiter und darüber zu rappen, sondern weil er immer mehr reingekommen ist in dieses ganze Musikding und irgendwann sich gedacht hat, okay, weißt du was, ich mache jetzt mal in Anführungszeichen richtige Musik. Okay, dann frage ich mich immer, es gibt ja auch die anderen Beispiele, auch jetzt gerade wieder aktuell, aber sowas wie, ich weiß gar nicht, ist das ein Sido-Song mit Andreas Burani im Chorus oder ist das ein Andreas Burani-Song? Nee, das ist ein Sido-Song. Von Sido. Ist ein Sido-Song. Okay, dann, ich will ihm jetzt nichts vorwerfen, dass er sagt, ich möchte ein bisschen mehr Musiker machen, den Musiker raushängen lassen. Ich will mich mehr präsentieren als Musiker. Warum holst du dir denn einen Sänger für deine Hook? Frage ich mich so. Ich glaube, das ist so. Die wichtigste Stelle im Song eines Musiksongs übernimmt dann jemand anderes, ist für mich ein Diss gegen sich selbst. Ja, ich glaube. Man bedient sich eines anderen. Vielleicht Akteurs. Haben die einfach, weil das sind auch Leute, die sich seit Ewigkeiten kennen, haben einfach gesagt, ich habe Bock, einen Song zusammen zu machen. Und der Burani schreibt. Ich kann es auch nicht. Ich kann's schreibt jetzt auch, eine geile Hook und dann. Ja, ich kann es jetzt auch nicht bewerten. Halt also, ich so. Kann jetzt auch nicht sagen, ja, die kennen sich nicht, können sich. Das ist reines Kalkül von der Plattenfirma. Es gibt Fotos so. Von dem aus dem Studio, wo die noch. Da war Sido noch in den ganz relativ frühen Agro-Zeiten, Sekte-Zeiten. So. Da waren die schon zusammen im Studio. Und Andreas Burani ist halt ein deutscher Popstar geworden und Sido ein deutscher Rap-Popstar. Gleich und gleich gesetzt. Aber da könnte es ja zum Beispiel sein, okay, das ist ein Sänger, kann nicht eine coole Rap-Hook schreiben oder sagt so, ey Andreas, schreib mir mal eine geile Hook, so, du bist so ein geiler Songwriter. Ich glaube, es ist auch eher andersrum, wenn man sich das letzte Helene Fischer-Album anguckt, wenn man mal in die Credits schaut, wer da so geschrieben hat, wer da produziert hat, dann entdeckst du da Leute wie Joker F oder F.A., jetzt Fabian Römer oder Serafinale. Ja, also so, deutsche Popmusik wird mehr als man denkt von deutschem Rap gelenkt und bestimmt und auch das technische Level dort. Wenn man einen Popsong hört und du entdeckst ein paar Doppelreime und so weiter, dann schau mal besser in die Credits oder mach dich schlau, wer das gemacht hat. Da können wir wieder zurück zu Eminem, wo er sagt, kennt er Beyoncé vielleicht nur von den Grammys oder fahren die auch zusammen in Urlaub? Warum hat sie jetzt auf seinem Song gesungen? So, das weiß man jetzt nicht, aber da kann man auch wieder 1000 Jahre drüber schreiben. Das wäre auch so, ich weiß nicht. Das ist ja tatsächlich original von einer anderen Sängerin eigentlich gewesen. Das hat Beyoncé und dann nur nachgesungen. Aber dann war es vielleicht nur Kalkül, wenn du sagst, wir müssen da irgendwie eine Kuh, die da zu dem Song gehört, eine Hook, keine Ahnung. Da kann man sich sehr lang. Bei Eminem kannst du dich sowieso nicht fragen, was da im Kopf vorgegangen ist. Ja, bei den ganzen Major Artists, da kannst du ja auch eigentlich, da kannst du ja nicht von ausgehen, dass die das einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Das sind ja alles Marketing-Strategien, Feature-Part auf dem Album und vice versa. Ja, und wie ist das hier mit dem anderen, wie heißt der Coach von, oder wie heißt der Voice-Coach, der jetzt auch nicht mehr da ist, der mit Savage jetzt einen Song gemacht hat? Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ray Garvin. Ray Garvin, kennen die sich auch? Also als Beispiel, sind das Dudes? Wo war das Kalkül dahinter, dass Sido, dass Savage einer seiner schlechtesten Lines kickt auf seinem Song? Ich hab keine Ahnung, gesehen. Ob die beiden irgendwie Berührungspunkte haben. Vielleicht einen Xavier. Das Label, den gleichen Manager vielleicht, keine Ahnung, aber kann man sich nicht... Weiß ich, da können wir keinen vorverurteilen. Vielleicht hat es Klick irgendwo gemacht, auch irgendwo und sie sind Dudes und Buddies und wollen mal zusammen Musik machen. Aber das hat immer so einen komischen Neben. Ja, aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Hat so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack, dass du sagst, so diese Mischung aus Gesang, aus der Pop-Industrie und dann mit Rap und diese Mischung. Mir geht es gar nicht um Gesang oder Rap, mir geht es eigentlich immer nur um die Protagonisten. Ob das so dieses Gefühl gehört, das habe ich so, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich denke mal, sieht ja auch oft so, dass man so, könnte ja auch sein, wenn jetzt ein Hardcore-Rapper, keine Ahnung, wie irgendeiner, ein alter MOP-Hase oder so, oder der sagt auf einmal, macht er da mit Migos was, wo ich denke so. Also dieses Thema jetzt, das Prime, Royce 5'9, Primär-Kombo jetzt mit Dave, wie heißt Dave West, ne? Dave East, Dave West, weiß ich jetzt gar nicht. So, und denkst so, ja, dann ist das Dave East. Dave East, so. Und dann, da war so, hatten wir vorhin nicht weitergestrickt. Der erste Facebook-Kommentar zu diesem, als das jemand gepostet hat, das Video, war so: Scheiße, jetzt können wir nicht mal mehr Premiere vertrauen. So, und das wäre so, eckt da so ein bisschen an Yannick sein Ding so an. So, ne? Aber er verrät sich doch nicht selber, nur weil er was anderes macht. Habe ich jetzt noch nicht gesagt. Genau, nee, habe ich jetzt nicht gesagt. Man ist es nur so gewohnt gewesen, dass er so ein bisschen so diese Classic, traditionelle Fahne hochhält. Mit Prime und mit anderen Projekten Premiere auch schon neue, andere Wege gehen. Auch mit Christina Aguilera könnte man jetzt in den Raum schmeißen. Aber da ist er seinem musikalischen Stil komplett treu geblieben. Und dann so ein bisschen umschwenkt und dann so ein schon moderne, technische, trap-lastige Beat produziert. Wo man zwar diese Boom-Bap-Anleihen, da sind wir jetzt bei dem
Trap, der Boom-Bap-Anleihen hat. Das ist jetzt kein Boom-Bap-Song, der Trap-Anleihen hat. Das ist schon... Die rasselnden Hi-Hats, die hat man ja heutzutage fast in jeder Produktion. So, egal welches, ob es jetzt Boom-Bap ist, da hat man die auch gerne mal, diese 16-Till und so weiter. Die, so ja, die waren schon vor 30 ja Jahren, überall, die klar, waren schon vor 50 Jahren in welchen Musikrichtungen da. So, ne? Disco hat ja auch immer durchlaufende Hi-Hats zum Beispiel gehabt. So. Natürlich, ja, ist ja auch vorher. Stilmittel, wie auch immer, und es kommt ja auch immer wieder so, ne? Ja, wir sind eigentlich ganz versöhnliche hier gerade, ne? Und es ist auch schon, das Büro ist leer und wir wollen, glaube ich, auch alle gleich noch zum gleichen Event, nämlich zu der Ausstellung von Pascal Kourouche, wo ne? Ist das? Auf keinen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden da nicht hin wollen, aber nein? Ich glaube, ich übernehme mal an der Stelle, denn wir haben jetzt hier wirklich schon 2 Stunden, finde ich, sehr spannende und sehr intensive Ausführungen zu euren beiden Standpunkten gehabt. Vor allen Dingen finde ich sehr spannend, dass es weiß Gott differenzierter in jede Richtung ausgegangen ist, als ich es am Anfang erwartet hätte. Denn ich habe hier schon mit mehr Clash gerechnet. Dafür seid ihr dann aber auch alle Teil der Backspin-Gang und ich freue mich sehr darüber, dass hier einmal mehr bewiesen wurde, dass wir halt auch in diesem Kosmos nicht schwarz und weiß denken, sondern halt schon unsere Standpunkte haben. Und ich freue mich jetzt schon auf die, ich habe immer gedacht, das ist ein Baum, aber in diesem Fall ist es jetzt 2 Berge offensichtlich. Nein, es ist ein Baum. Based. Es gibt auch noch die Theorie des Autos. Und dann gibt es wird ein Buch kommen und dann kommt auch noch die Theorie des Menschen. Ja, genau. Also, aber also, der Baum ist das der zentrale Mittelpunkt. Die ersten Deutschrap-Verschwörungstheorien. Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Trotzdem ist mir, also die eine Brücke, wie man irgendwie von Bayer zu Hip-Hop-Künstlern in Deutschland kommen kann, nicht ganz erschlossen. Aber ich muss sagen, insgesamt war ich sehr zufrieden mit dem, was ihr hier gemacht habt. Kann ich noch was fragen, kurz bevor du aufhörst? Ja, klar. Bevor du das beendest? Zu wem? An mich oder an dir? Nee, und Yannick. Also allgemein, was wollen wir jetzt schon wieder sagen? Erst wieder eine Frage stellen. Wir haben ein cooles Gespräch. Also danke, dass wir uns. Was heißt danke? Ich glaube, es war cool, dass wir so ein bisschen hin und her. Könnt ihr so allgemein so diesen Standpunkt der alten Recken nachvollziehen? Safe, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich störe mich aber nach wie vor an diesem Schwarz-Weißen. Kann ich nicht nachvollziehen. Diese Engständigkeit, die kann ich auch nicht nachvollziehen. Genau. Aber mein Gott, wer weiß, wie ich in 20 Jahren über Rap und alles Mögliche denke. Das habe ich Nico auch schon mal gesagt. Auch zu seinem Best-of-Songs des vergangenen Jahres, wo auch ganz viel Trap dabei war, habe ich gesagt, Nico, alles cool, aber guck mal, in 20 Jahren siehst du das 100% anders. Aber das ist, glaube ich, genauso, wie ich mich dran störe. Aber Nico und ich stehen doch auch auf einem Splash oder auf einem anderen Festival und dann sehen wir Auftritte, wo, und dann merke ich auch so, wie Nico im vergangenen Sommer ab und zu mal den Kopf geschüttelt hat und jetzt ein halbes Jahr später sieht er das auch schon wieder ganz anders. Ja, ich meine, ich bin, glaube ich, im Gegensatz zu euch, ich komme ja aus der gleichen Generation, bin aber immer ein bisschen offener und lasse mich auf die Jungs ein, auf die ihr euch nicht mehr einlassen wollt und habe auch in Kroatien am Strand Wahnsinns-Partys mit Migos gefeiert und den ganzen Jüngern dahinter, was ich mir vorher da auch nicht vorstellen können bei Versace und so. Und genauso ist es mit meiner 2017er Liste. Das ist eine 2017er Liste. Das ist keine Best of die letzten 40 Jahre, sondern das ist das Moment des Jahres. Und deshalb wird es auch immer so bleiben. Und du wirst auch nächstes Jahr wieder solche 2018er Liste. Genau, du wirst auch nächstes Jahr wieder so eine Liste schreiben. Ich werde dir einfach mal so ein paar, ich werde Influencer für dich und dir mal ein paar Independent-Sachen, die unterm Radar wandern, werde ich dir aber, ich bin ja mit Rockin' with the Bieber schon gut dabei, den Backspin-Hörern so ein paar Sachen, die unterm Radar. Habe ich auch jedes Mal Freude dran, wirklich. Den Leuten ein bisschen unter die Nase zu reiben, weil ich glaube, das braucht es auch. Also die Szene ist sehr vielfältig und die Plattform, danke Nico, dass ich ein Teil dieser Plattform sein darf. Küsschen. Das ist so viel versöhnlicher, können wir es einfach nicht machen. Aber da bleibe ich bei, was ich eben gesagt habe. Ich bin so glücklich darüber, dass wir auch mit euch vielen hier allein schon an so vielen Eckpunkten von Rap in Deutschland, vielleicht auch Hip-Hop-Kultur in Deutschland, so unterschiedliche Aspekte und Punkte haben und trotzdem hier in der Runde so schön darüber diskutieren können. Das sollten sich vielleicht da draußen der eine oder andere mal so als Vorbild nehmen, wenn man darüber spricht, ob jetzt 187-Idioten sind oder die Beginner die Idioten sind oder ob es vielleicht doch mehr Independent geben sollte oder man vielleicht doch verstehen sollte, warum Bowser 8x1 ist. 9, oder? Ja, 9, ja, 9 sogar, stimmt. Aber 8 am Stück waren es ja. Aber wie du schon gesagt hast, wir wollen das Ganze mal beenden. Wir können es vielleicht an einer anderen Stelle nochmal wieder öffnen. Ich sage erstmal danke an euch 4. Und jetzt seid ihr im Zweifel da draußen gefragt, denn wir werden das natürlich verteilen. Ich hoffe, ihr lest fleißig wenn die Kommentare. Wenn das überhaupt jemand durchgestanden hat. Wer bis hierhin gekommen ist. Also wer sich Flair reingezogen hat, die, keine Ahnung, wie lange ging das, Nico? Ja, das ging glaube ich nur knapp 1,5 Stunden. Ja, aber wer sich das reingezogen hat, der Jungs, hört euch das dann. Also wer jetzt wirklich bis, ich glaube, wir sind bei Stunde 2, wer bis hierhin gekommen ist, ne, der kriegt von mir ein persönliches Grußwort. Dann lass doch, mach doch jetzt, wer das jetzt hört, bekommt. Der kriegt einen Soul Brother Aufkleber.
So, da kriegt der 10% Rabatt auf unsere neue Platte. Check das aus, Soul war der Moment der Wahrheit. Wie hieß sie nochmal? Wann kommt sie? Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Ciao.